Es gibt ja Menschen, die wissen theoretisch viel über den Hund. Ja. Ja. Und dann gibt es Menschen wie Rita, die weiß gar nicht so viel über den Hund. Die macht so einfach aber richtig. Alter. Wenn du hier stehst, hast du... Ja. Du kannst so durchatmen. Du willst immer nur Stress wahrscheinlich. Guck mal, du bist ein kleiner Stubentiger. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten bin, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dass man Tiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Vögel, Aquarienfische, die noch züchtet, damit der Mensch sie irgendwo einsperren kann, zur Belustigung. Hallo, Babys. Rumänische Babys. Rumänen. Tierheim soll es besser werden. Ja, super. Wenn es nicht besser ist, dann bleiben sie eben hier. Das gilt für jedes Tier. Hallo, liebe Weggefährten. Ich grüße euch ganz herzlich hier aus Koblenz. Ich bin gerade hier in Koblenz angekommen und zwar im Tierheim. Ich möchte heute hier einen Tag als Praktikant verbringen. Ich treffe mich jetzt mit der Kirstin Höfer und dann gehen wir gemeinsam durchs Tierheim und ich schaue mal, ob ich noch ein paar Sachen weiß, weil ich habe ja selber mal mit 16 Jahren im Tierheim als Praktikant angefangen. Ja, und so vergeht die Zeit. Kommt mit, wir gehen rein. Ist ja immer spannend, ne? Oder? Also für mich, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mal sehen, ob ich mich gut schicke. Zwei linke, zwei rechte. Also wenn man so schon anfängt, ja. Dann... Was haben Sie dazu zu sagen? Entschuldigung. Ja, also ich habe mich wirklich beeilt. Ich war auch pünktlich, Frau Höfer. Eigentlich. Aber der Paul, mein Kameramann, der hat 50 Minuten im Stau gestanden und ich habe zu Hause gewartet. Und dann kam der zu spät und dementsprechend bin ich zu spät hier. Ich bitte dies zu entschuldigen. Okay. Das wird natürlich in Zeugnis eine Bewertung mit einfließen. Weil man muss natürlich als Praktikant auch seinen Kameramann im Griff haben. Ne? Ja, okay. Okay. Das kommt nicht mehr vor, Frau Höfer. Ich möchte ja schon von Ihnen sehen, dass Sie es ernsthaft wollen. Wenn Sie den Beruf erlernen wollen, dann muss natürlich auch ernsthaft so ein bisschen dahinter was stehen, ne? Weil die Tiere, die warten ja jetzt, ne? Mhm. Ja. Also es tut Ihnen leid, ja? Ja, das tut mir leid. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Ja, guten Morgen. Okay. Ja, liebe Weggefährten, ich bin ja jetzt hier in Koblenz im Tierheim angekommen und habe gerade schon von der Kirstin eine kleine Einweisung bekommen über die Pünktlichkeit. Tatsächlich, ich war ein bisschen zu spät. Ah, schlecht gelaufen. Kirstin, total schön, dass ich hier sein darf. Und ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Weißt du warum? Ich habe vor knapp 40 Jahren ein Praktikum gemacht im Tierheim. Und jetzt komme ich hier hin und bekomme von dir alles gezeigt und freue mich schon riesig. Was machen wir heute? Was hast du mit mir vor? Ja, Praktikant, wichtig ist natürlich die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit, weil das ist für die Tiere eben das entscheidend Wichtige ist. Zuverlässig, pünktlich, verantwortungsbewusst. Aber er hat sich entschuldigt. Ja, wir gehen jetzt hier im Hundehaus und gucken mal so die Routine im Hundehaus. Morgens wird natürlich sauber gemacht, der sogenannte Butzenservice, so nennen wir das. Butzenservice, die kleinen Butzen sauber machen. Die Hunde gehen spazieren mit den Gassigängern, wir schrubben. Gucken dann auch, dass die Hunde wieder reinkommen. Wenn sie nass sind, werden sie abgerubbelt und dann wird Futter vorbereitet und dann ist Mittagspause. Wir haben morgens keine Termine mit Leuten. Super. Morgens sind nur die Tiere wichtig, okay. Die Tierversorgung. Ab und zu haben wir ein bisschen Telefon, aber die Tiere sind im Vordergrund. Okay, ich habe schon direkt eine Frage. Wie viele Mitarbeiter sind hier? Heute oder generell? Generell. Generell sind wir, ich muss mal gucken, wir haben also gelernte Tierpfleger, sechs ausgebildete Tierpfleger, ansonsten haben wir Azubis, Buftis, haben eine Putzhilfe im Hundehaus auch mit, okay. Was ich ganz gut finde, haben auch Ehrenamtliche mit dabei, denn manchmal gibt es Hunde, die muss sich spezieller kümmern, ja. Und da ist mit der Tierpflege am Tier wichtiger als Putzen. Ja. So ist und bevor wir jetzt weitergehen, wie viele Hunde hast du? Im Moment, toi toi toi, relativ wenig. Deswegen trauen wir uns jetzt auch am Wochenende neue Hunde aus Rumänien zu kriegen. Im Moment hier im Bestand sind, glaube ich, so 35. Das ist wenig. Dadurch, dass wir Gruppenhaltung haben, wenn es voll ausgelastet ist, haben wir schon mal um die 60. Ah, okay. Aber es ist wenig und wie gesagt, am Wochenende kommen neue. Ah, okay, gut. Also, mitkommen. Hallo, Babys. Rumänische Babys. Rumänen. Sie könnten auch als Südländer durchgehen, ja, so wie sie aussehen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich bei euch nicht zu lange aufhalte. Die Kirstin hat mich jetzt gerade mitgenommen. Hier kommen
Gassigänger an. Und zwar Gassigänger, die mit Hunden aus dem Tierheim spazieren gehen. Und Kirstin und ich, wir sind uns absolut einig, diese Menschen sind so wichtig, weil die Hunde müssen ja mal raus, müssen ausgeführt werden. Hallo, hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Ich finde das total toll, dass ihr mit Hunden spazieren geht, die nicht euch gehören, sondern nur für den Augenblick bei euch sind. Wie lange wart ihr spazieren? Bei dem Wetter eine Stunde. Stündchen? Eine Stunde, und ja. Und jetzt wird schön trocken gerubbelt? Jetzt wird gerubbelt. Ich finde es ja enorm wichtig, dass es Menschen gibt, die mit Hunden aus dem Tierheim spazieren gehen. Das ist echt meine Message nach draußen. Also wenn ihr mal Langeweile habt, Übergewicht, vielleicht keine Ahnung habt, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt, ja, dann geht doch mal ins Tierheim, wird doch Tierheimpate oder Tierheimgassigänger. Ein ganz, ganz toller Job, habe ich auch schon sehr, sehr oft gemacht. Würdet ihr denn auch gerne so einen Hund dann mal mitnehmen? Also habt ihr auch schon mal, dass ihr mit Hunden spazieren geht und ihr verliebt euch? Ja, ja, fast ja, ja. Also ein bisschen verliebt. Eigentlich fast immer. Immer, man verliebt sich immer, ne? Ja, ja. Und selber nicht die Möglichkeit, einen zu nehmen, oder? Ich habe eine Katze. Wir haben zu beide Hause. Katzen. Ah. Hey, das ist ja mal cool, ne? Hier, ja. Leute, Katzenliebhaber gehen hier im Tierheim mit Hunden spazieren. Klasse, toll, finde ich mega stark. Gerade Humpty war ein Hund, der bissig abgegeben wurde, der von klein auf niemals Hundekontakt hatte, sehr asozial mit anderen Hunden war, ja. Und der jetzt hier, also der hat sich um 180 Grad gewandelt. Der trägt seinen Maulkorb, mega. Das ist aber völlig in Ordnung mega. Für ihn. Damit gehen wir sehr, sehr gut um. Wir haben auch einen sehr schönen Maulkorb in bunt. Und wollen da auch nochmal werben für den Maulkorb, weil es einfach Freiheit bedeutet. Ja, bitte, Leute, hört darauf. Ja. Ne? Also ich bin ja auch ein Befürworter von Maulkörben. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, oh ja, ich kann doch meinem Hund keinen Maulkorb anziehen. Dann denken viele Leute, der ist aggressiv. Ey, Leute, wenn ein Hund einen anderen Hund oder andere Menschen oder andere Tiere verletzt, dann werden andere durch den Maulkorb gesichert. Und ihr seid auch ein bisschen lockerer im Umgang mit der Gesamtsituation. Also, Maulkorb ist nicht schlecht, nur der Mensch sieht den Maulkorb als schlecht an. Wir müssen den mal wieder ein bisschen mehr ins Positive bringen. Maulkorb also, unsere ist Hunde gut. Ziehen die auf wie die Brille. Morgens, super. So wie eine super. Brille. Und sie wissen, wir haben das natürlich positiv konditioniert. Das muss ein Stück antrainiert werden. Ja. Nicht einfach drauf zwergeln und ja. Zu, sondern danach wird immer was Schönes gemacht. Ne? Das, wir fangen mit Leberwurst an, ja. Den Kopf reinstecken, Kopf reinstecken, Kopf reinstecken, ja. Bis man schon kann, lass mich den genau, Kopf reinstecken. Genau. Und wenn der Maulkorb dann zuverlässig zugemacht werden kann, dann wird was Schönes gemacht. Spazieren gehen, Ausflüge, das, was der Hund mag, ja, Autofahren. Ja, super. Der Humpty ist mittendrin im Leben, keiner muss Sorge haben und er ist, ich glaube, manchmal ganz stolz auf seinen tollen Maulkorb. Gell, Humpty? Ach, ich finde das toll. Also so bekommen auch solche Hunde die Möglichkeit, wieder ins normale Leben zurückgeführt zu werden. Oh, tschüss. 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 Und danke, dass danke es solche auch. Menschen wie euch gibt. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt werden die ausgezogen. Unsere Hunde schlafen nackt im Zimmer. Okay, wir aber ihr zieht die auch drinnen aus. Drinnen aus, ja, natürlich. Logisch. Wir hatten nämlich mal einen Hund, der hatte sich verhakt am Halsband. Ja. Und sich fast erwürgt. Oh, und ja. Seitdem schlafen alle nackt. Jeder hat hier im Kindergarten seinen Klamottenbeutel. Super, super. Er kommt rein, weil es immer so, Fehler dürfen passieren, jeder Fehler einmal, ja, nicht mehr. Ja, dann super. Ist es blöd. So, so ziehen wir mal aus. Hand rein. Kleine Hand. Alles. Mienchen fürchtet sich wieder. Fürchtet soll ich immer mit Vertüddeln ausziehen oder ohne Vertüddeln ausziehen? Das war toll. Ich finde das so genial, dass die jetzt so einen Spaziergang hinter sich haben. Ja, die sind jetzt gut ausgelastet. Ne? Dann sind die ausgelastet, genau. Ja. Und dann warten wir aufs Mittagessen. Das ist auch wieder ein schönes Event. Auch das Warten, die Vorfreude ist schön. So, Schatz. Wenn dann Mittagessen doppelte kommt. Sicherung, ne? Ja. Ist auch wichtig, ne, beim Spaziergang. Gerade mit Tierheimhunden ja, und kleinen Hunden. Ach, du bist aber schon eine süße Maus. So, ein kleiner Knutschi. Die hat ein bisschen Schiss hier. Ja, Mietchen hat vor fremden Männern Schiss, aber das wird sie auch. Aber sie würde niemals schnappen. Sie ja, alles fällt gut. Lieber in Ohnmacht vorher. Ihr solltet übrigens bei Hunden, die jetzt so Angst haben oder die unsicher sind, jetzt nicht so eine Käseglocke drüber machen, ne? Und den ganzen Tag irgendwie so da stehen und sagen, hast du Angst? Dann wird der Hund sagen, also ich habe Angst genug, aber jetzt habe ich vor dir auch noch Angst, weil du eine ganz komische Körperhaltung hast und mich bedrohst mit deiner Körperhaltung. Also seid da bitte vorsichtig. Nicht so, musst du Wasser haben? Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Lieber so ein bisschen den normalen Umgang pflegen. Ja? Jetzt ist es aber hier echt schön warm und die Hunde sind ausgelastet, waren spazieren. Mega. Ach,
am Fußbodenheizung. Fußbodenheizung, ich spüre es gerade. Jetzt fühle ich mich ja doch wieder irgendwie wie früher, als ich 16 war, im Tierheim. Aber deswegen, das ist ja richtig wie eine große Futterküche. Genau. Ne? Deswegen haben wir das so angeordnet, weil Vorfreude ist schön, wie man sieht beim Hanti. Wird dann zugeguckt. Ja. Beim Futter machen kann man sich freuen. Wie perfektes Dinner gucken sie dann sozusagen. Genial. Außerdem haben sie Geräusche, das Radio läuft hier, Geschirr spülen. Das sind alles Geräusche, die der Hund von früher kennt. Oder die Rumänen, die es noch nicht kennen, die lernen es kennen. Super. Wir haben ja auch einen Staubsauger. Wir hatten hier schon auch Hunde, die so Angst vom Staubsauger hatten, dass meine Kollegin die anderen Staubsauger genommen, Hund mit an die Leine umgesaugt. Ich bin ein Freund des Overflows. Ja, kenne ich. Irgendwann hast du dich in Dings gezittert. Und dann denkst du, ich lebe noch. Ich liebe es. Ich habe so oft Leute, wenn die jetzt zum Beispiel einen Zweithund wollen, kommen her, meinem ersten Hund bringen sie ihn bitte mit. Der mag kein Autofahren. Ja, wenn du aufhörst mit Autofahren, wenn der Hund einmal speuzelt oder zitterst und hörst dann auf, dann kann das nie lernen. Ja, eben. Ich habe mal gelernt, dass wenn wir Menschen uns umtrainieren wollen, müssen wir 21 Tage etwas tun, um es im Dings. Und zwar war das bei mir mit der Duschkabine bei mir. Duschkabine musst du ja eigentlich immer mit so einem Abzieher, damit die Wassertropfen nicht. Genau. Ich habe jedes Mal vergessen, immer wenn du frei hast, musst du die Wassertropfen. Also habe ich mich trainiert, jeden Morgen. Jetzt mache ich es automatisch. 21 Tage habe ich es gemacht. Ja, ja. Und das ist doch das Mindeste, was wir Hunden auch zugestehen müssen im Training, dass wir 21 Tage Minimum etwas tun. Ja. Und gerade beim Autofahren, wenn man immer nur Auto fährt, um zum Tierarzt zu fahren oder sonstiges und immer was Blödes hinten dran ist. Ja. Autofahren und was Schönes machen. Aber das ist, glaube ich, auch, weil es gibt viele Leute, die geben auch selber schnell mit ihren Sachen auf und deswegen können die auch nicht gut ertragen, wenn Hunde nicht sofort funktionieren. Genau. Ist aber auch in dieser Leistungsgesellschaft, ne, zack, zack, zack und alles ganz, ganz schnell, von den Menschen schon so für sich selber konditioniert, dass sie sagen, ach, wenn der Hund jetzt dreimal irgendwie dieses Futter nicht will, ja, dann muss ich zum Tierarzt fahren oder mit dem Staubsauger oder wenn man eine Türe... Und deswegen lasse ich auch bei mir zu Hause immer schon mal Sachen runterfallen. Mhm. Es scheppert auch schon mal. Irgendwas scheppert schon mal. Ich mag nicht so durchs Haus laufen. Ich habe einen neuen Hund. Wir dürfen nicht mehr reden. Das ist ganz, ganz schlimm. Leute, bitte hört damit auf. Und wie Kirstin gerade auch schon sagte, im schlimmsten Fall, im besten Fall auch für den Hund, nimmt er ihn mit zum Staubsaugen. Ja. Also er kann nichts lernen, wenn er sich jedes Mal oben ins Schlafzimmer unterm Bett verkriecht, wenn der Staubsauger angeht. Dann wird er immer so bleiben und wird diesen Rückzug dann auch als sicheren Platz nehmen, um eben nicht am Alltagsleben teilzunehmen. Gut? Also nehmt die Hunde mit ins Leben und euch auch. Da sind sie alle. Moment, bestimmt, oder? Die sitzen da alle. Alle schon zusammen. Hallo zusammen. Hi. Tag. Hi. Ist hier irgendeiner bei, der eine besondere Handhabung braucht, wo ihr sagt, nicht irgendwie anfassen oder so? Alle anfassen. Ich bin ja immer ein Freund von auf Augenhöhe und Herzhöhle gehen. Oh mein Gott, einer schöner als der andere. Eine Rumi-Gruppe. Eine rumänische Gruppe? Ja, aber die kamen nicht zusammen, die haben sich hier kennengelernt. Das waren also unterschiedliche rumänische Shelter. Wie hübsch die sind, ne? Jetzt bin ich ja mal ganz neugierig. Warum bist du... Du? Ich? Ja. Und warum bist du eigentlich im Tier? Warum machst du den Job als Tierpfleger? Was ist das? Ja, natürlich spielt da die Liebe zu den Tieren eine große Rolle, die Leidenschaft für den Beruf, die Abwechslung, sind ganz viele Faktoren, finde ich, die da mitspielen und die ist einfach, wo es einfach Spaß macht. Wenn du dann so schlimme Geschichten erlebst, weil ihr erlebt ja hier täglich auch immer wieder viele Schicksale, ne? Ja. Wie gehst du damit um? Also jeder hat ja so seinen eigenen Umgang. Ne? Ich gucke gerne Pippi Langstrumpf, Michel aus Löhneberger, ich schreibe meine Musik, ich schreibe Texte und verarbeite das. Wie verarbeitest du das? Wie bekommst du den Schalter umgestellt, dass wenn du nach Hause fährst, dass du dann sagen kannst, so, und jetzt habe ich aber Feierabend und versuche die Geschichten nicht den ganzen Abend und in der Nacht mitzunehmen. Weißt du, wie ich meine? Wie machst du das? Was hast du für ein Rezept? Ja, das ist bei dem Beruf auf jeden Fall eine Herausforderung, finde ich, weil da kannst du ja nicht wie bei anderen ausstempeln, Feierabend nach Hause. Das heißt, du nimmst die Gedanken natürlich immer mit. Letztendlich ist es, glaube ich, die Zuversicht einfach zu wissen, dass egal, wo wir jetzt ansetzen, wie schlimm es jetzt vielleicht gerade ist oder was die Vorgeschichte von einem einzelnen Hund ist,
zu wissen, okay, wo gehen wir hin und die Perspektive zu haben. Und natürlich ja viele Happy Ends hier auch mitzuerleben, ne? Wo man einfach viele, ja, viele schöne Geschichten schon für sich mitgenommen hat, viele tolle Menschen im Tierschutz kennenlernt und ja, ich glaube, das ist eine große Hilfe. Wirst du immer weiter Tierschutz machen? Also im Moment würde ich sagen, ja. Aber ich weiß natürlich, dass das ein Beruf ist, der ja sehr anspruchsvoll ist, ja, auf vielen Ebenen. Und ja, dass man natürlich auch sich selbst da irgendwo schützen muss, dass man nicht ausbrennt oder, ne, da gibt es ja auch viele Geschichten einfach zu, also dass man da wirklich eine gute, die Waage hält. Jetzt mache ich ja nicht jeden Tag Tierschutz, so wie du oder wie Kirstin oder wie alle anderen, die hier arbeiten. Ich versuche mir immer die Möglichkeit zu geben, weinen zu dürfen und lachen zu dürfen. Mhm. Also meine Emotionen müssen gelebt werden. Ich muss auf der einen Seite, das trifft mich dann auch, wenn ich im Ausland unterwegs bin, dann sehe ich dann auch so Sachen, wie da eine Hündin irgendwie am Straßenrand liegt, ne, und denke mir, so, da kriegt man auch, wenn ich in den Sheltern bin und so, ich meine, es ist hier echt so wunderschön und den Hunden geht es echt so gut, Gott sei Dank. Aber ich erlaube mir dann auch wirklich zu weinen, auch das, meine Trauer zuzulassen, aber dann gleichzeitig auch hinzugehen und auch eine halbe Stunde später oder auch manchmal auch schon 20 Minuten später echt Blödsinn zu machen und zu lachen, damit ich meine Akkus wieder auflade, weil ich bekomme das sonst nicht, bekomme das nicht gedreht. Sonst ist für mich der ganze Tag im Eimer und deshalb für euch nach draußen, ich erlaube mir zu weinen und zu lachen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, gerade bei Aktionen im Tierschutz. Ach, ich könnte ja jetzt hier stundenlang sitzen und ich sitze gerade hundelos hier. Ne? Das hat aber einen Grund, weil ich bin ja nicht die Bezugsperson. Aber das ist schon süß, wie die hier so rumknuddeln. Aber ich habe ja heute auch hier den Praktikumstag. Deshalb müssen wir jetzt mal weiter. Ich bin ja nicht zum Spaß hier. Ich will ja viel lernen. Und da muss ich sagen, als die Leute sie abgegeben haben, der Hund völlig verzweifelt, ein 12-jähriger Hund, 12 Jahre alt, fällt ins Bodenlose. Und zum Schluss hat die Frau, ich habe sie dann mitgenommen, und dann hat die Frau so ein paar Tränchen und sagt, jetzt muss ich aber doch weinen. Da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ich hoffe, dass Ihnen das irgendwo leid tut und dass jetzt wenigstens ein paar Krokodile sagen, ich hoffe es für Sie. Die hat sehr gepöbelt an der Leine am Anfang. Und dann haben wir gedacht, naja gut, das ist so eine Oma, die pöbelt. Hatten dann Interessenten, die sagen, oh, wir haben noch zwei alte Hunde, da kann sie mit dazu. Dann haben wir ihr den Kragen abgemacht. Dann habe ich gesagt, bevor die Leute kommen, will ich doch mal gucken, wie sie mit anderen Hunden ist, bevor die mit denen... Leider ist es eine Oma, die nicht nur androht, sondern tatsächlich drauf geht. Wir haben es mit Maulkorb gemacht, wir haben es mit verschiedenen, sehr souveränen Rüden probiert. Ja. Sie kennt es überhaupt nicht und jetzt ist halt so, dass sie im Moment alle Interessenten abgesprungen sind, logisch. Weil halt einen 12-jährigen Hunde oftmals Leute sagen, ach, die kann bei uns mit dabei. Ja. Und Laika ist halt noch nicht glücklich bei uns. Sie hat jetzt A, keinen Hundekumpel, was vielen Hunden das Leben hier erleichtert, einen Freund zu haben, mit dem man zusammenlegen kann, mit dem man Scheiß machen kann oder auch einfach mal nur zusammen zu sein. Selbst wenn die gar nicht so viel agieren, man ist nicht alleine. Ja. Zu zweit ist man nicht so allein. Ich finde auch so, gerade ältere Hunde oder alte Hunde, die dann ins Tierheim kommen und die jahrelang in ihrer Familie gelebt haben, das ist echt immer so ein Einbruch für solche Hunde. Da sollte man sich wirklich gut Gedanken drüber machen, ob man seinen Hund dann nach 12 Jahren ins Tierheim geben muss. Für mich, ja, ich würde eher unter der Brücke schlafen. Ja, die Leute denken ja auch immer, dann hat es gut da, das ist ein ganz gutes Tierheim. Ja. Das ist für den Hund hier alles im Moment erstmal egal. Ja. Die fallen ins Bodenlose und Hunde trauern so ganz anders als wir Menschen. Für einen Hund ist wirklich die ersten Tage das Leben vorbei. Das ist wirklich das Leben vorbei. Sie ist jetzt gerade in der Phase, wo sie aus dem Tal rauskrabbelt, tapfer, noch nicht so ganz oben ist. Wir versuchen halt viel jetzt mit Spaziergängen, mit feinem Essen und allem Möglichen und Zuneigung und sowas. Und ich merke jetzt gerade, dass sie ein bisschen wacher ist. Sie war am Anfang so, dass sie überhaupt keinen Blickkontakt wollte. Die hat so funktioniert wie so ein Zinnsoldat. Ne? Jetzt ist sie so ein bisschen, ne, Laika, dass sie ein bisschen am Leben teilnimmt. Ja. Ein bisschen. Gibt gleich Mittagessen.
Das ist aber schon mal auch wieder ein Highlight. Das ist ein Highlight. Die Rita ist dieses Phänomen. Es gibt ja Menschen, die wissen theoretisch viel über den Hund. Ja. Ja, haben viel gelesen, haben aber einfach kein Feeling. Ja. Und dann gibt es Menschen wie Rita, die weiß gar nicht so viel über den Hund. Die macht es aber einfach aber richtig. Also die hat den Bolle kennengelernt, der hat natürlich einen Maulkorb aufgehabt zum Spazierengehen und dann ist die einfach losgetappert. Und der Rita muss man nichts erklären. Sie macht das, aber sie kann es nicht selbst erklären, was sie macht. Aber sie macht es richtig. Aber manchmal, ich finde so, also Kinder gehen ja auch so unbedarft daran, oder? Ne? Die gehen dann mit einem Hund irgendwie spazieren und dann, oder fassen den an. Und manche Leute sagen, oh, den kann man gar nicht anfassen. Wie machen Kinder das? Kinder denken nicht drüber nach. Guck mal, wie süß ihr zwei. Ihr seid ja richtig verknallt. Ja, die sind richtig verknallt miteinander. Hör mal, dann freut er sich ja eigentlich so, als ob es deiner wäre. Ja. Nur, dass du jeden Tag hier hinkommst. Ja. Also man könnte doch, weißt du, was auch cool wäre, wenn es ein Tierheim gäbe, wo der Mensch einzieht beim Hund. Das wäre es. Das ist die Zukunft. Oder die, das Zukunft ist so, dass der Mensch mit dem Hund dann zusammen sein Lebensabend. Es gibt so viele Obdachlose mittlerweile, oder Leute, die keine Wohnung mehr finden. Das ist die Zukunft. Die erleben wir zwar nicht mehr, wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist die Zukunft. Santos. Der hat auch schon einige Tierheime durch, hat auch bei uns schon gebissen, der ist jetzt 10. Hunde oder Menschen? Menschen. Menschen. Mit Hunden kommt der so ganz gut klar, das ist so ein, ich sag nur so ein Typ der alten Linie, was ist so gerade stehen, zack, so. Ja. Dem kannst du so ein paar aufmüpfige Hündinnen reintun, dann kriegt er im Maulkorb, der ist erstmal so duf, 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 in die Ecke. So, und jetzt hörst du mir zu. Ja. Also da ist er wirklich, funktioniert er gut. Bei Menschen ist er einfach so, sobald er eine geringe Schwäche spürt, guckt er sich das 2 Tage an und dann hat er sich am Arm. Und dann guckt er, wie es weitergeht. Ja, und dann hat er seinen Ausführer, der ihn sehr liebt, auch schon 2-mal. Ah. Und da haben wir ganz viel diskutiert, weil der Ausführer es sehr persönlich genommen hat. Mhm. Und ich sagte, du musst an deiner Energie arbeiten, denn Hunde spüren, wenn du einen schlechten Tag hast. Ja. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann geh da nicht rein. Ja. Ja, also man hat ja oft so, mein Hund spürt, dass es mir schlecht geht und ist ganz nett. Das mag sein für den eigenen Hund. Bei Tierheimhunden ist das anders. Der merkt einfach, du bist im Moment nicht so bei dir, willst aber was von mir. Also du hast eine schwache Energie, sagst aber, hey, geh da weg. Ja, ja. Das geht nicht. Nee. Wenn du ihn dann nur nimmst und sagst, okay, dann latschen wir einfach, das geht ja. Wir latschen, jeder latscht für sich. Ja. Ich bin in meinen trübseligen Gedanken, Aber wenn du mit schlechter Energie sagst, das machst du nicht, dann sagt er, du Schwächling, dann zeig ich dir. Ja, genau. Und so ist er, also ein großartiger, sehr ehrlicher Spiegel. Ja, super. Wenn einer krank ist, operiert wurde, hier ist einfach noch ein bisschen mehr Ruhe. Wie lange bleiben die in der Quarantäne dann? Es kommt immer darauf an, wo sie her. Wenn wir Rumänen haben, die gehen erst draußen in den Auslauf. Weil sie da sich frei bewegen können, sind in dem Auslauf. Manchmal haben wir aber auch Rumänen, die sind krank, die kommen schon direkt krank, die sind dann hier. Und je nachdem, was sie haben, normal sind es immer 5 Tage Entwurmung. Okay. In diesen 5 Tagen bleiben die hier oder nur auf Beton, weil wir überall Sandausläufe haben, dass wir nicht alles gleich versaut haben. Ja, ja. Die werden 5 Tage entwurmt, 5 Tage Pause, dann nochmal 5 Tage. Hallo Pablo, warte mal, das ist ja gar kein Licht. Der kam gerade eben vom Gassi. Pablo ist ein Rottweiler, Hoverwart-Mischling. Ach, das war doch, wie heißt es auch noch? Die kam doch gerade mit ihm. Genau, dieser Svenja. Svenja. Kam gerade mit ihm. Ja. Er hat einen wunderschönen blauen Maulkorb. Pablo ist von einem Obdachlosen, da war noch eine Hündin mit dabei, abgegeben worden. Der hat leider das Problem, wenn ihm etwas sehr eng wird, beißt er ins Gesicht. Und das ist schon ganz heftig. Muss ich sagen, und zwar ist es, das ist der tollste Schmuser, der schmust und schmust und schmust und man beugt sich über, und dann kriegt er eine Enge und beißt ins Gesicht. Der hat auch leider seinem Gassigeher mit diesem Maulkorb so ins Gesicht gebissen, obwohl wir gesagt haben, nicht überbeugen, nicht überbeugen. Das ist eine Platzwunde gehabt mit 6 Stichen. Ich meine, wenn der so einen Maulkorb, das ist, ob der einer eine Flachzange kriegt. Ja, natürlich. Das ist halt bei fremden Leuten, den überkommt das einfach, hat kein anderes Lösungsfindungsverhalten, in dem er sich sofort nur befreien muss. Ist so ein Hund dann noch vermittelbar und an wen? Ich muss sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht mehr vermitteln, weil der ist jetzt
7 Jahre alt. Sein Verhalten wird sich nicht mehr ändern. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun mit Verantwortung. Ja, logisch. Es ist einfach so, wenn dieser Hund ins Gesicht beißt, das ist was anderes, als wenn er hier oder hier beißt. Ja. Da passiert richtig viel. Ja, ja. Ich möchte nicht, weil das alle Tierheimhunde betrifft. Das steht dann groß in der Zeitung, Tierheimhund beißt Frau Nase ab oder so. Ja, ja, ja. Dann werden alle Tierheimhunde in ganz Deutschland werden dann schlecht behandelt. Und sagen wir so, wir können mit ihm umgehen, er macht das bei uns auch nicht mehr. Und das ist ja nun unsere Profession. Wir gehen kompetent um. Ja. Das Leben draußen ist anders. Menschen machen Fehler. Und das ist leider der sogenannte 100%-Hund, der keine Fehler verzeiht. Ja. Der lebt bei uns gut. Also ich denke mal, der hat vorher ein Scheißleben gehabt. Seine Freundin ist jetzt vermittelt worden. Der ist jetzt in der Anbahnungsphase mit einer neuen Freundin, die aber auch nicht einfach ist. Sie sind jeden Tag zusammen mit Maulkorb. Wir gucken, dass die immer enger zusammen sind. Irgendwann den Maulkorb ab. Irgendwann zieht sie dann hier auch mit ein, dass er nicht mehr alleine ist. Super. Weil er ist Gott sei Dank mit anderen Hunden richtig gut. Ja, cool. Richtig gut. Das heißt, der hat seine Ausflüge, der geht mit unserer Hundetrainerin mal ins Eiscafé, die gehen auch mal in den Baumarkt, gucken sich um, fahren Auto, gehen spazieren, gehen in die Hundegruppe. Er hat hier viele, er hat Gassigeher, wir haben einen Gassigeher noch. Also wir haben hier ein Leben, man muss immer auch gucken, wo kommt der Hund her, was kann ich ihm bieten, was kann ich ihm hier bieten. Es ist nicht für jeden Hund gleich. Ja, und was man auch, finde ich, noch betonen sollte, ist, was bringt es dem Hund, wenn man ihn jetzt 3, 4, 5, 6 Mal vermittelt, er beißt immer wieder oder die Menschen machen den Fehler, dass der Hund wieder beißt und er kommt dann wieder ins Tierheim, wird er wieder vermittelt, kommt wieder ins Tierheim. Das ist ja so eine Odyssee ohne Ende. Deshalb finde ich gerade auch für solche Hunde, wenn die einen guten Platz im Tierheim haben, ist es besser, als wenn die so eine Endlosgeschichte werden, ne? Und immer wieder neue Leute bekommen. Das ist, man muss es halt lebenswert machen. Ja, ja, lebenswert, das heißt Gott sei Dank mit anderen Hunden Kontakt, Gott sei Dank, mit vielen kompetenten Leuten. Ja. Weil man muss ja auch überlegen, wenn ein Hund beißt, es ist ja nicht nur, dass der Mensch beschädigt wird. Ja, richtig. Das macht ja was mit dem Hund. Kein Hund beißt gerne und aus Bock, sondern das ist immer die letzte Konsequenz. Ja. Das heißt, vorher, er zeigt schon alles, einen Körperkontakt, alles zeigt er und dann denke ich, ich kann nicht anders, dann muss ich. Aber da sind ja auch oft die Menschen diejenigen, die diese Signale nicht oder zu spät verstehen. Ne? Und dann passiert wieder was, dann wird der Hund wieder abgegeben, dann gibt es wieder Leute, die sagen, ach, da habe ich überhaupt kein Problem mit, ich kenne mich mit Hunden aus. Ne? Dann zeigt der Hund aber wieder Signale und die Leute glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann kommt es wieder zu einer Beißaktion, dann wird er wieder abgegeben und so nimmt das dann seinen Kreislauf. Aber was ich echt auch sagen muss, ich war ja jetzt auch dieses Jahr in Portugal, ich war in Spanien und habe da ganz, ganz viele Hunde auch wieder in Zwingern und an Ketten gesehen, an echt Meterketten und das mitten in Europa. Und da muss man schon sagen, da geht es den Hunden, die so leben können, deutlich besser, aber ich sehe ganz andere Bilder und das sollten sich auch viele Leute mal wirklich bewusst werden, dass es Hunde gibt, die sitzen in deutschen Tierheimen und das ist, platt gesagt, es ist scheiße. Natürlich hätten wir alle gerne, dass jeder Hund ein Zuhause hat, ne? So wie jeder Mensch auch gerne ein Zuhause hat, aber ich sitze nachhin lieber irgendwo, wo ich mein Futter bekomme, wo ich Sicherheit habe, wo ich Wärme habe, wo sich Menschen um mich kümmern wollen, wo ich Gassigänger habe, anstatt ich irgendwo an der Kette liege oder in einem Zwinger sitze und sitze in meiner eigenen Scheiße. Und das habe ich in Spanien, Portugal täglich erlebt. Deshalb also ja, vor allen Dingen immer relativ. Hier, ne? Sie haben hier einen Platz, das ist verlässlich hier. Alles. Ja, verlässlich, genau. Es ist eine Verlässlichkeit. Ja. Sie dürfen so sein, wie Sie sind. Mit Ihnen wird auch gearbeitet. Und es ist verlässlich. Also es ist einfach immer so. Ja. Und nicht nur die Hunde im Ausland leiden. Es gibt so viele Hunde, die beißen, die falsch verstanden werden. Ja, absolut. Und in so einer Schieflage mit ihrem Menschen aber eng zusammenleben müssen. Das auch viele auch kleine Hunde mittlerweile. Ne? Ja, viele kleine, viele, leider auch. Ja. Ne? Und deswegen denke ich immer, es ist aber auch die Sache, dass ich niemand, keinen Menschen schädigen möchte, aber ich möchte auch nicht mehr, dass unsere Hunde beißen müssen. Ja, er muss es hier nicht, er sucht es hier auch nicht mehr bei uns, weil er mit einem wirklich Gassigeher geht und mit uns und mit den Trainern. Er ist regelmäßig mit in der Hundeschule im Training, denn auch wenn wir sagen, wir vermitteln ihn nicht mehr, er geht ja gerne in die Schule, er geht gerne in die Hundeschule, weil er natürlich gerne zeigt, was er kann. Ja. Ganz klar. Aber in solchen Fällen, genauso wie bei kleinen Hunden, finde ich, es sollte ja wirklich viel mehr Kurse geben, sprechen Sie hündisch. Mhm. Weil die meisten Menschen oder viele Menschen verstehen einfach nicht die hündische Sprache, die hündische Kommunikation. Und Hunde senden so viele Signale an uns Menschen, die viele Menschen gar nicht verstehen, weil sie nicht genau hinschauen. Und da
plädiere ich dafür, dass die Menschen besser hündisch lernen. So, dann gehen wir nochmal raus ins Gelände. Das ist unser Gelände und hier läuft der Zaun lang, der geht ja bis da hinten. Und ich liebe halt immer, ich bin immer so ein Sichttyp. Ich hab so gerne. Ja, ja, mega. Weil ich hab, wenn du hier stehst, hab ich so, du kannst so durchatmen. Aber das braucht man doch auch zwischendurch, oder? Ja, klar. Ne? Bist du auch gerne alleine? Also, ja, ne? Ja, klar. Ich brauche das auch, ich kenne das. Ich muss zwischendurch meine Freiheit haben, Natur. Ja, den Blick zum Himmel haben. Ja, super. Immer. Also immer Blick zum Himmel und so durchatmen, das brauche ich schon, ja. Ja, wir haben ja das Glück, eine angestellte Hundetrainerin zu haben hier, die also auch Trainerstunden gibt, Einzeltraining, aber auch Agility. Unten haben wir einen Longierkreis und die Gassigeher. Wir haben ein paar sehr engagierte Gassigeher, die einmal die Woche mit ihren Hunden dann in die Hundeschule gehen. Und das sind dann mehr als Gassigeher, das sind dann schon Begleiter. Also wir nennen die immer Begleiter, die begleiten die halt dann bis zur Vermittlung und bringen denen wirklich schon sehr, sehr viel bei, die ganzen Grundkommandos. Und die Hunde haben riesig Spaß, weil das ist ja wie privat dann sein. Man kann mit dem Auto fahren dorthin zum Hundeplatz. Können die Leute denn, also die Begleiter, sind die auch involviert in die Vermittlung, weil die kennen doch die Hunde dann genauso und können dann auch sagen, also der Mensch könnte passen oder nicht? Das ist schwierig. Also sie sagen das uns, weil sie kennenlernen, aber Vermittlung ist immer so der verantwortlich, der den Vertrag unterschreibt. Aber sie können schon sagen. Sie können was sagen, genau. Aber sie sollten sich nicht in die Vermittlung mit einmischen. Ja, da klar. Bin ich dann schon klar. Aber sie können was sagen und sie fiebern natürlich mit. Ja. Gerade jetzt, wo wir beim WDR waren, Tiere suchen ein Zuhause, man fiebert mit, hoffentlich. Ja. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, bei der Vermittlung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn ich nicht ganz sicher bin, bleibt der Hund hier, weil es ist einfach kein Kassettenrekorder, ich weiß gar nicht mehr, wer das jemand ist. Niemand weiß mehr, was ein Kassettenrekorder ist. Das sind so kleine Plastikteile, wo man so ein Band drin hat und da konnte man mit dem Kugelschreiber früher immer zurückdrehen und das Band wieder reingehen. Und wisst ihr, was da rauskam und kommt? Musik! Tatsächlich Musik. Das war vor der Zeit der CDs. CDs? Ja, CDs sind diese runden, platten Scheiben. Also, es ist kein Staubsauger, den man einfach umstaubt. Genau. Staubsauger kennen wir alle noch. Staubsauger, weil die Staubsauger sich auch verändert haben. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, alles unser Gelände. Schönes Revier. Ja, ein schönes Revier. Auch so ein bisschen, wir haben ja deswegen auch anderthalbgeschossig gebaut. Also wenn man, warst du das nicht, der gesagt hat, was ist denn das für eine abgerockte Butze? Ah nee, das war so ein Kameramann vom WDR, der hier das erste Mal drehen sollte. Der fuhr an und sah nur das erste Gebäude und denkt, was ist das für eine kleine Baracke? Wir haben ja Understatement gebaut. Also vorne siehst du relativ wenig und das kommt ja dann hier geschossartig. Also da ist Katzenhaus und dann Hundehaus, weil das Gelände abschüssig war. Ja. Und wenn man gerade hätte bauen wollen, hätte man erstmal das gesamte Gelände begradigen müssen. Da wäre schon mal ein großer Teil vom Geld weggegangen. Ja. Und deswegen ist das eben dieses ganze Gelände abschüssig, was ich eigentlich ganz schön finde. Finde ich total schön. Weil das hier verschiedene Ebenen hat. Wenn man also da unten auf der Bank sitzt, Longiertraining macht oder sonstiges, hört man nichts von Gepläff. Also es ist wirklich ganz ruhig. Weil es im Tal ist. Genau. Ne? Das ist ein Tal, da ist es ganz ruhig. Da gehe ich also im Sommer auch mal hin und lege mich mit einem Hund da einfach hin und dann kannst du das Tier kurz vergessen, obwohl du noch auf dem Gelände bist. Ja. Wir haben hier so einen schönen Weg, der geht zu hier rein rum. Ja. Und da möchte ich noch mal so eine Art, wenn die Leute jetzt das erste Mal Gassi waren mit dem Hund, dann auch das zweite Mal, da möchte ich noch so ein Prüfe-Dich-Fahrt. Also im Prinzip sollen die Leute hier langlaufen und dann werden dann überall so Tafeln, so, wo drauf steht, ist dir klar, wenn du den Hund nimmst, dass du alles bist, was super. Die ganze Welt für ihn bist. Überprüfe dich und dann kommt das nächste Schild. Wie bei während so einer Schnitzeljagd. Während du mit dem Hund läufst, hast du dann immer wieder, so bist du bereit, alle Probleme, also so wie so ein Pfad vor der Eheschließung, bist du bereit, alle Probleme, die auf euch, Probleme, Herausforderungen, die auf zukommen, wirklich zu fordern, weil bei der Vermittlung ist oftmals, das sage ich hier das und das und das. Ich schilder das immer möglichst negativ. Wenn es nicht eintritt, ist es gut, als nur positiv. Und dann kommen manchmal Hunde, wo sie anrufen, das kann ich nicht mehr. Und ich bin mittlerweile, ich werde ja immer älter, sage ich den Leuten, ich kann nicht, heißt ich will nicht. Nichts weiter. Ja. Es ist so. Ja. Ich meine, die Leute müssen nicht im Steinbruch arbeiten, sondern es ist einfach, dass sie sagen, ich muss diese Herausforderung anfangen. Danke. Bitte hört auf diese Worte. Oh, da kriege ich eine Schauer am ganzen Körper. Warum? Weil die Gesellschaft mittlerweile ganz, ganz viele Leute
beherbergt, die immer ganz schnell sagen, oh ja, wir haben mal ein Problem in der Beziehung, trennen wir uns. Oh, ich habe ein Problem mit dem Hund, nee, das will ich nicht mehr. Auch da hat in der Hundeschule nicht direkt wieder die 1 geschrieben oder die 2, der schreibt nur noch 3 oder 4. Finde ich scheiße, weil dann sehe ich wieder als Hundehalter dämlich aus in der Gesellschaft. Leute, der Druck muss da raus, immer sagen zu müssen, oh nee, schaffe ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Hey, reißt euch mal zwischendurch ein bisschen am Riemen. Wir haben auch mittlerweile echt eine Gesellschaft, die ganz schnell sagt, oh, das ist aber jetzt wirklich echt schlimm. Schlimm? Ich glaube, es gibt Menschen und auch Tieren, denen geht es wirklich richtig schlimm. Und deshalb, wir sollten mal wegkommen von diesem Weichgekochten. Ne? Mal wieder hingehen und sagen, ja, da hatte ich jetzt einen scheiß Spaziergang, der ist nicht gut gelaufen, wird der nächste halt besser. Nicht immer direkt aufgeben, mal wieder ein bisschen mehr sich gerade machen und sagen, jetzt stehe ich auf am nächsten Tag und jetzt beginnt ein neuer Tag und ich habe wieder eine neue Herausforderung. Ja, und die werde ich meistern. Danke, Christian, für die Worte, weil mir geht das echt persönlich auf den Zeiger, dass es echt mittlerweile viele Leute gibt, die sagen, ja, das habe ich halt nicht, schaffe ich halt nicht, ist mir zu viel Arbeit, ne? Ist mir zu anstrengend. Ne? Wie Leute, also ich war mal dicker, ich habe mal geraucht, ich habe auch schon mal einen Joint geraucht und ich habe, wenn man abnehmen will, dann macht man Sport, dann nimmt man ab. Wenn man aufhören will zu rauchen, dann hört man auf zu rauchen. Aber Leute, macht euch nicht weiß, dass ihr irgendwas nicht schafft. Wenn ihr etwas wollt, dann schafft ihr das auch. Das ist meine persönliche Meinung. Es muss doch nicht jeder einen Hund haben. Ja. Nur wenn man einen Hund hat, dann auch behalten. Für mich gibt es nur 2 Gründe, einen Hund abzugeben. Das einmal ist, ich bin selber todkrank oder tot. Mhm. Oder er verletzt massiv die Kinder. Ja. Weil Kinder müssen, und wenn ich sehe, was manche Eltern ihren Kindern antun, aus Polen irgendwo einen niedlichen, buscheligen Buschel, der an der Kette gelebt hat und der ganz niedlich ist, und holen sich nach Hause, haben 3 kleine Kinder, der macht erstmal die Kinder klar und beißt die. Zack, ab ins Tierheim. Das ist eine Sache, Kinder beißen auf keinen Fall. Und ansonsten, wie gesagt, schwere Krankheit oder du bist selbst tot. Das sind die Gründe, die 3 Gründe, warum man einen Hund wieder abgeben muss. Alles andere kriegt man hin, wenn man will. Absolut. Und ich denke auch, man sollte sich im Klaren darüber sein, dass wenn man eine Beziehung mit einem Hund eingeht, ist das so, als geht man eine Beziehung mit einem Menschen ein. Wir können ja nicht einfach auch, ich meine, mittlerweile ist das ja so bei diesen ganzen Dating-Lines, ne, da wischt man so durch, was einem gefällt. So machen die aus. Gott sei Dank nicht. Also ich komme ja noch aus der alten Schule, ne? Wir haben uns früher noch verabredet mit der Drehscheibe. Ich habe doch telefoniert und habe gesagt, hör mal, wir treffen uns am Sportplatz zum Knutschen oder so. Das habe ich noch nicht gesagt, aber wisst ihr, das ist so, ich finde, man muss wieder so ein bisschen back to the roots auch. Und wenn man eine Beziehung mit seinem Hund eingeht, dann ist das auch eine Beziehung, die für den Hund ausschlaggebend ist, wie er die nächsten Jahre verbringt. Und dafür müssen wir selber auch gut aufgestellt sein. Und dieses Vorurteil, ja, Hunde aus dem Tierschutz, die sind ja auch immer irgendwie verhaltensauffällig. Hey, ich war auch schon verheiratet, ne, und bin geschieden. Also nicht alle Menschen sind verhaltensauffällig, die schon mal in einer Beziehung waren. Genau. Und Hunde waren auch schon in einer Beziehung und haben auch das Recht darauf, wieder normale Beziehungen führen zu dürfen. Mit ihren Menschen, die teilweise auch sehr verhaltensauffällig sind nach Trennungen. Hi, ich bin Andreas. Hallo, Renate. Hallo, Renate. Und was machst du hier? Bist du hier angestellt oder bist du ehrenamtlich? Was? Ach, also bist ehrenamtlich hier. Und bist du so Katzenmensch? Ja. Hast du selber auch Katzen? Ein Kater. Super. Finde ich toll. Du setzt dich also hier hin und gibst dir oder nimmst dir die Zeit hier mit den Katzen. Ich bin ein Hundemann, ein Hundemensch. Aber ich muss sagen, hallo Mausi, hallo ihr kleine Katzenmaus. Aber mein Vater liebte Katzen. Er war echt ein Katzenmensch. Auch Hunde, aber auch Katzen. Die sind ja auch schon toll. Aber Hunde sind doch irgendwie anders als Katzen, ja, oder? Ja. Also ich habe nichts gegen Hunde. Ich mag die auch ganz gerne. Aber ich möchte nie einen Hund haben. Nee. Na, da ist noch einer. Ja, das sind noch mehr. Die sind aber ein bisschen schüchtern. Ach, okay. Dann haben die sich da so ein bisschen versteckt. Toll. Hallo. Ein kleiner roter. Ja, boah, eine kleine freche Maus. Du willst immer nur Stress wahrscheinlich. Guck mal, du bist ein kleiner Stubentiger. Benimm dich. Bei den Katzen ist das Management ein bisschen anders als bei den Hunden, deswegen pennen die auch schon alle. Die gehen ja nicht raus in Ausläufe, sondern sind die in Zimmern und du kannst nicht putzen, wenn eine Katze Hunger hat. Das geht nicht. Alle Katzenleute werden das wissen. Deswegen ist morgens das erste,
Alle Katzen kriegen erstmal Frühstück, weil die sonst hier Rambazamba machen. Ganz anders als bei den Hunden. Ganz anders als bei den Hunden. Die werden alle gefrühstückt. Die Kleinen kriegen sowieso öfters. Und erst wenn dann gefrühstückt ist, dann gehen die nämlich erstmal eine Runde pennen, dann kannst du putzen. Herrlich. Sonst geht das gar nicht, ja. Und deswegen ist jetzt hier schon sehr viel, wie man sieht, sehr viel Ruhe, auch hier. Die haben nämlich schon alle gefrühstückt und haben eine saubere Butze und sind schon am Abhängen. Aber doch, wie entspannt die sind, ja, ne? Oder? Die ich finde schon echt. Morgens ist hier Rambazamba und um 4:30 gibt es das nächste Mal, dann ist auch hier, dann stehen die alle hier an den Scheiben und wischen. Man müsste wieder kleine Putzlappen an die Füße machen, dann könnten die Katzen sauber machen. Ja, dann ist hier Rambazamba. Also wenn Katzen Hunger haben, glaubst du nicht, was da abgeht. Da geht's rund. Kann dir jemand Katzenzimmer zeigen? Das ist unser großes WG-Zimmer, das haben wir nicht leer. Da sind die letzten ausgezogen. Die haben hier 2 Stockwerke und ein kleines Sportzentrum, ein kleines Laufrad. Da gehen auch manche Katzen wirklich ganz gerne rein. Wahnsinn. Und sie haben natürlich hier einen wunderbaren Blick aufs Taubenhaus. Ist natürlich Katzenkino live, ja, wenn man hier die Tauben immer sieht. Wir haben 80 Tauben im Moment, Stadttauben. Kann ich den Herrn auch mal zeigen? Ja. Da gibt es ja auch ein Projekt mit den Stadttauben. Und man hat hier einen sehr schönen freien Blick und das ist natürlich super Katzenkino. Ist es schwierig, Katzen zu vermitteln? Also ist es anders oder schwieriger als Hunde zu vermitteln? Es ist ganz anders. Ja. Ich finde es nicht ganz so schwierig, weil natürlich, wenn du jetzt mal eine Fehlvermittlung hast, die falsche Katze an den falschen Menschen, kann zumindest nicht der Mensch umgebracht werden. Also im schlimmsten Sinne, wenn wir es jetzt mal ganz, ganz brutal sagen, können ja Menschen durch einen Hund wirklich umgebracht werden, wenn du einen großen, aggressiven Hund an die ganz falschen oder zumindest schwer verletzt werden. Ja. Katzen können auch ordentlich zubeißen, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also insofern ist es nicht ganz so schwierig. Du musst auch mit einer Katze ein bisschen anders leben. Bei Katzen gibt es ganz andere Problematiken. Bei Hunden haben wir oft, hat gebissen, zieht an der Leine, die üblichen Probleme, aber meistens eben Aggressionsprobleme. Bei den Katzen ist oftmals das Problem auch ein Zeichen von Unverstandenheit, Unsauberkeit. Mhm. Eine Katze zeigt, wenn sie sich nicht wohlfühlt, die pinkelt dir ins Bett. Damit meint sie zum Beispiel, wenn sie dir direkt, da riecht es intensiv nach ihrem Besitzer, und wenn die direkt meint, du bist scheiße, dann pinkelt die dir ins Bett oder pinkelt dir sonst irgendwo hin. Oder echt so demonstrativ? Ja, ja, genau. Und es ist zwar leichter, eine Katze zu vermitteln und die Problematiken sind nicht so massiv wie beim Hund, aber die Problematik herauszukriegen, was stimmt mit der Katze nicht, das ist wiederum sehr diffizil. Ja. Und leider gibt es sehr wenig Katzenversteher oder Katzentrainer oder Katzenpsychologen, wenig gute. Ja. Und auch wenig Leute, die sich damit Gedanken machen. Schnell ist eine Katze auch ganz schnell abgeschafft. Anstatt zu sagen, hey, die Katze hat irgendein Problem, will sie raus, passt der Katzenpartner nicht, Katze mit dem Kind Probleme oder hat sie mit meinem Mann Probleme oder so. Ja. Eine Katze ist sehr subtil in allem und so musst du auch sehr subtil so eine Detektivarbeit machen, was stimmt mit der Katze nicht. Das ist dann wieder wesentlich schwieriger als beim Hund. Wahnsinn. Mhm. Ich komme ja vom Land, Leute, und früher, als ich noch klein war, also so vor 5 Jahren, nee, also so vor 30 Jahren, 40 Jahren, da lebten die Katzen natürlich im Dorf draußen. Mhm. Und ich war viel auf Bauernhöfen spazieren, spielen. Und wenn ich spazieren ging, dann hast du die Katzen. Also es gab kaum sogenannte Heimkatzen oder Wohnungskatzen. Ne, Wohnungskatzen gab es gar nicht. Die Katzen gingen noch Mäuse fangen. Die zogen dann auch manchmal schon mal 3 Tage bei irgendeinem Nachbarn ein und haben sich dann da füttern lassen. Heute gibt es ja viel mehr Hunde und auch viel mehr Katzen in der Gesellschaft. Und heute müssen die Katzen, glaube ich, auch noch mehr in Wohnungen und in Städten funktionieren, weil die Ballungsgebiete werden ja auch immer enger. Und ich komme halt vom Dorf und da haben die Katzen noch tatsächlich draußen gelebt. Viel draußen gelebt, kamen natürlich auch rein zum Schlafen, hatten auch ihre Katzentoilette, aber waren viel draußen. Ich habe echt Katzen beim Jagen auf dem Bauernhof nach Mäusen beobachten dürfen. Macht Spaß, wirklich. Aber es ist genau das Problem, was du ansprichst. Meiner Ansicht nach, es gibt bestimmt natürlich ein paar Wohnungskatzen, die sehr, sehr glücklich sind. Mhm. Aber um eine Wohnungskatze glücklich zu machen, heißt es nicht einfach, ich setze Katze rein und da habe ich Katzen und jetzt ist schön, das ist schön. Das ist ja ein Jäger. Es ist ein kleines Raubtier. Ja, genau. Was, wenn man Katzen draußen beobachtet,
Beute macht, aber eben auch das Jagen. Und beim Jagen ist ja nicht das Ziel, wie beim Hund auch, sondern der Weg dorthin. Genau. Anschleichen, auflauern, beobachten. Das fehlt bei der Wohnungskatze alles weg. Und dazu eben auch das Jagen an sich, das Auflauern. Die kriegen ihren Napf hingestellt mit Futter. So. Und dann ist das Jagen, sie sind satt und sitzen rum, haben nichts. Da kommt vielleicht einer, der ein bisschen mit der Reizangel spielt. Meiner Ansicht nach, und mich werden viele Leute jetzt hassen, aber das bin ich gewöhnt, das ist nicht schlimm, ist es nicht artgerecht, eine Katze nur im Wohnung zu halten. Wenn du Katzen draußen erlebst, was sie machen, manchmal denkt man, die liegen ja einfach nur rum. Ja. Aber die hören, die riechen, die können ja, wenn sie auf dem Boden liegen, können ja übrigens Hunde auch, die hören ja das Getrappel von Mäusen, die riechen das, die haben ganz andere Empfindungen. Das hast du in der Wohnung nicht. In der Wohnung gehst du mit Putzmittel durch. Ja, für uns riecht es schön, für Hund und Katze ist das fürchterlich. Die Nase von Hund und Katze, gerade auch beim Hund, das ist ja eine Welt, die uns niemals erschlossen ist. Ja. Das ist etwas, was wir niemals erleben können. Wir können es erahnen, wenn wir irgendwo eine Pommesbude riechen. Ne? So. Aber das, was ein Hund, deswegen ist auch, was Putzmittel und sowas angeht, oder eben ein Hund einfach auch mal, wenn man spazieren geht, mal schnüffeln lassen. Ja. Nicht immer gleich weiterziehen, was man so. Der Hund geht, taucht in eine ganz besondere Welt ein. Ja. Und das muss man eben. Und auch das tut eine Katze. Und die meisten Wohnungskatzen sind einfach unterfordert, sitzen den ganzen Tag allein. Ja. Ja. Manchmal haben sie noch einen Katzenkumpel, aber auch Vergesellschaftung von Katzen ist sehr schwierig. Ja. Passen die Katzen zusammen? Also es ist auch ein ganz komplexes Thema. Und gut, wenn man sagt, ja, ich kann meine Katze aber bei mir nicht rauslassen, deswegen lebt sie drinnen. Aber warum muss es denn sein? Warum zwingen wir denn ein Tier, weil wir es haben wollen, besitzen wollen, in unsere Wohnung? Ja. Kommt doch ins Tierheim und schmust mit Katzen. Richtig, super. Und weil zwingen sie nicht. Wer gibt dem Menschen das Recht, mit Mitgeschöpfen oder über Mitgeschöpfe zu entscheiden, wie sie zu leben haben? Also, wenn die Katze selber entscheiden könnte, ob sie durch um die Häuser zieht und dann abends wieder nach Hause kommt, kann ja auch einen Trecker anziehen, ne? so ein Teil, wo man orten kann, wo die Katze ist, ist ja auch eine gute Möglichkeit. Ja. Aber wenn ich den ganzen Tag drinnen leben würde, dann hätte ich irgendwann schlichtweg die Schnauze davon voll. Also, der Mensch nimmt sich dieses Recht raus, das zu tun. Die Katze kann es ja nicht entscheiden. Okay, also viele Menschen gehen dann hin und sagen, oh ja, der geht's doch super. Ne, die spielt hier, die hat hier Spaß, die braucht keinen draußen. Da bin ich genau bei der Meinung von Kirstin. Hat man die Möglichkeit, irgendwo eine Katze hinzuvermitteln, wo sie draußen laufen kann oder wo sie nur in der Wohnung wäre, aber dann eben nur nach den Bedürfnissen der Menschen leben müsste, nämlich drin bleiben müsste, dann würde ich sie eher ländlich vermitteln. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte dieses ganze Thema Kleintierhaltung und Katzenhaltung nochmal komplett überdenken. Auch das Tierschutzgesetz nochmal überdenken mit Kaninchenhaltung, Frettchenhaltung, Aquarien. All diese ganzen Tiere sind eingesperrt. Auch so ein Kaninchen, ne, was für die Kinder gekauft wird. Leute, das sitzt den ganzen Tag im Käfig, wird dann rausgeholt, damit die Kinder damit spielen können. Irgendwann schnappt es vielleicht mal oder so und dann wird es weggegeben. Dann sitzen unzählige Kleintiere in Tierheimen. Ja, geht doch mit den Kindern in die Tierheime, geht ja da schmusen. Unsere Katzen haben ja einen Balkon, Schmetterlinge sehen, Vögel sehen, Luft genießen und so. Den Teich haben wir jetzt neu angelegt, da kommen dann auch, manchmal kriegen wir auch Fische oder Schildkröten. Übrigens fällt mir noch ein, was den Schlüsselreiz oder den Jagdtrieb betrifft von einer Katze. Ich war auf den Kanaren in einem Hotel und da war so eine Hotelkatze. Mhm. Und die wurde die ganze Zeit immer an den Tischen gefüttert und die war echt moppelig. Und dann ging die irgendwann, sie rollte schon fast von den Tischen so weg und dann hat sie so einen Ansatz gezeigt, dass sie jagen wollte, ich weiß gar nicht, da war nichts. Das war einfach nur so eine Scheinattacke und dann zu so einem Baum kurz, sich die Krallen geschärft und dann so getan, als hätte sie irgendwas gesehen. Da war so ein Auslösen von einem Reiz, von so einem Instinkt. Und dann hat sie einen Sprung gemacht, hat so ein bisschen gejagt und hat sich dann auf den Rücken gedreht und hat sich in der Sonne gewälzt, also sie sagen wollte,
boah, ich habe so einen fetten Bauch, ne? Ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu jagen, aber trotzdem hat sie diesen Instinkt. Und das sollte man bedenken, ne? Ja. Die Katzen, die auch so vollgefuttert sind, ne? Das ist gar nicht bei Fischen zum Beispiel, sondern es ist wie die Forelle, die Bachforelle, die im Strom steht, im Fluss. Und dann kommt so der Wurm vorbei und selbst wenn sie proppensatt ist, packt sie zu. So ist das. Und so ist das bei den Katzen auch. Deshalb, ich plädiere auch dafür, dass Katzen nach draußen sollen. Wir Menschen haben ja auch den Jagdtrieb nach Geld. Du hast ja eigentlich genug. Ja, genau. Da muss man noch mehr haben. Also wir sind jetzt gerade hier bei den Tieren angekommen, wo ich ganz klar sage, wenn ich etwas zu sagen hätte in der Politik, dann würde ich ein Verbot, ein generelles Verbot von der Zucht und der Vermittlung und der Haltung von Kleintieren in Räumen, Käfigen, Kinderzimmern, eingesperrt. Ich meine, so ein Hamster zum Beispiel. Wisst ihr eigentlich, dass ein Hamster eigentlich ursprünglich Feldhamster heißt? Und der Feldhamster, der macht ganz, ganz viele Gänge im Feld. Also Feld, das ist da, wo Pflanzen wachsen. Und da lebt er und macht seine Gänge. Ein Kaninchen draußen hoppelt ganz viel rum und erlebt ganz viel. Und wenn diese Tiere eingesperrt werden, dann ist es nur, damit sie für die Menschen irgendein Spielzeug sind. Das sollte verboten werden, finde ich. Also ist meine persönliche Meinung. Gibt es bestimmt viele Kleintierhalter, auch Vögel, wo ich sage, also die haben ja Flügel. Und Flügel braucht man zum Fliegen. Mhm. Aber wenn ein Vogel im Käfig sitzt mit Flügeln, kann er nicht mehr fliegen. Wer hat ihn da reingesetzt? Der Mensch. Wirklich nochmal überdenken. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten bin, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dass man Tiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Vögel, Aquarienfische, die noch züchtet, damit der Mensch sie irgendwo einsperren kann, zur Belustigung. Ist für mich ein Unding. Also, wir gehen jetzt hier ins Kleintierdorf. Kommt mal mit, hier sind auch Kaninchen, glaube ich, Hasen, Meerschweinchen. Kleintierdorf hat natürlich auch eine Kirche. Oh, das ist ganz wichtig, diese Häuschen, die können unten rein. Die haben unten so eine Klappe, das sind isolierte Häuschen. Kleintierdorf gibt es eine Kirche, ein Gasthaus, ein Zahnarzt ist auch wichtig für Kleintiere. Da hinten ist der Wellnessbereich, da kannst du dir so ein bisschen dich aufwärmen. Hier ist der Dorfplatz, die Buddelkiste. Super. Wir sind hier auf Beton, weil wir hier einen ständig wechselnden Bestand haben. Ja, ja. Und bei Kaninchen dann schnell mal Kokzidien und sonstiges ist. Ja. Aber sie müssen natürlich buddeln können, deswegen sind sie hier im Land. Das hat 100 Quadratmeter hier. Also ich habe es ja eben schon angesprochen, ne? Ich bin ja strikt gegen diese Zucht und die Haltung von diesen ganzen kleinen Tieren. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und ich bin auch dafür, dass Tiere ihre Freiheit ausleben dürfen. Hier haben wir aber jetzt zum Beispiel, wenn man so will, eher schon eine artgerechtere Haltung. Warum? Hier sind die Kaninchen jetzt zusammen. Also die sind... wie nennt man das denn eigentlich? Das ist ja kein Rudel. Gruppe. Ja. In einer Gruppe. Und die haben hier ausreichend Platz. Also wenn ihr irgendwo in eurer Wohnung so ein großes Zimmer habt, ja, dann habe ich noch ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass ihr euch da unbedingt 5 Kaninchen oder 10 halten wollt. Aber bitte nicht alleine halten, ne? Genauso wie Meerschweinchen. Kirstin meinte eben schon zu mir, wenn man alle Meerschweinchen oder Kaninchen schreien hören würde in Mehrfamilienhäusern, die irgendwo in, sie sagt es so schön, Legebatterien sitzen, dann würden Städte voll sein mit Schreien. Mit Schreien, ich will hier raus. Mhm. Jetzt haben wir aber hier auch jemanden, der arbeitet da hinten. Sollen wir mal gucken? Das ist der Leo, das ist Pupti und da hinten ist die Lisa, das ist unsere Auszubildende. Hallihallo. Hallo. Ich bin der Andreas. Hi. Hi. Hi Lisa. Hi. Jonas. Und ihr macht hier? Ein bisschen Ordnung. Ein bisschen Ordnung, ein bisschen sauer. Finde ich ja cool. Macht ihr Praktikum oder? Ich mache meine Ausbildung. Du machst die Ausbildung und du? Ich mache ein BFD. Was ist das? Bundesfreiwilligendienst. Ah, cool. Aber du machst das, weil du das machen musst oder weil du da Bock drauf hast? Ja, weil ich Bock drauf hatte. Und du machst die Ausbildung? Ja. Zur, ich komme mal runter hier zu dir. Tierpflegerin mit der Fachrichtung Tierheim Tierpension. Oho. Ja. Oho. Macht viel Spaß auf jeden Fall, man lernt hier sehr viel. Wie alt bist du? 16, 19. 17? Oh, du wirkst noch jünger. Danke. Sei froh. Umso älter du wirst, umso besser ist es, als wenn du jünger wirst. Glaub's mir.
Aber in wie vielten Lehrjahr erst? Im ersten jetzt, seit August, ja. Lebst du auch hier in Koblenz? In Lahnstein, also recht nah. Mit Buszug bin ich im Moment noch unterwegs, ist ungefähr eine Stunde. Finde ich cool. Es gibt ja nicht mehr, oder gibt es viele in deinem Alter, die sagen, boah, habe ich total Bock drauf, Tierheim? Viele reagieren dann auch erstmal ein bisschen komisch, wenn ich das erzähle, aber ich verstehe es ehrlich gesagt auch gar nicht, ja. Weil also für mich also kommt eigentlich nichts anderes jetzt mehr in Frage. Finde ich total schön, finde ich klasse. Toll, ich freue mich immer über Menschen, die naturverbunden sind und die nochmal, ja, auch Berufe erlernen, die so ein bisschen mehr Sinn haben. Ja, danke, dass ihr das hier macht. Super. Gerne. Und ihr zwei versteht euch? Jo. Ja. Ja, ist ein nee, Ja. Nee, lass mal als Ja stehen. Ja, aber ich finde es super. Ne? Danke. Bitte. Viel Spaß noch. Danke. Das ist der Klein-Klein-Klein-Klein-Tierbereich. Also Mäuse, Ratten, Chinchillas, Hamster, wenn wir sowas haben, ist das hier der kleinste. Ist das immer noch so, dass es viele Menschen gibt, die sich so Mäuse und Ratten solange, und so Achtung, ich mache mir jetzt neue Feinde. Solange die Leute in Zoogeschäften immer noch kaufen ja, und in Zoogeschäften genau. Leider, und das finde ich das Perverseste Kohle überhaupt, machen. Dass das lebende Tier ganz wenig kostet, also so eine Maus oder Ratte vielleicht 20 Euro, der entsprechende Käfig aber 50 Euro oder 60 Euro. Genau. Der artgerechte Käfig, sofern es den überhaupt gibt, kostet vielleicht mal 200 Euro. Ja. Dann sagen die Leute, dann nehme ich doch den für 10 oder 20 Euro. Und dann sitzen die in so kleinen Käfigen und ich finde es immer, dass tote Materie ein Käfig viel, viel teurer ist als das Tier. Das ist gut gesagt. Da wird dann immer gespart. Das ist gut gesagt. Und dann hast du was Kleineres und dann wird es halt irgendwann abgeschafft, wird für die Kinder angeschafft, auch eben so zu Weihnachten oder sowas verschenkt, ohne mit dem Kind einfach artgerecht zu sagen, wollen wir uns ein Tier anschaffen? Ja. Welches würde denn passen? Und sich das mal zu überlegen, nein, zack, es wird geschenkt in einem Käfig, zack, Zubehör. Das Kind hat wahrscheinlich, wenn es hochkommt, 4-5 Wochen Spaß daran. Spaß dann ein nicht Tier, mehr. Was unglücklich ist, ob es Hund, Katze oder Kleintier ist, kann keinen Menschen glücklich machen. Ja. Also musst du dein Tier glücklich machen, um Glück zu kriegen. Ja, und ein Tier in einem Käfig allein gehalten kann niemals glücklich werden. Nein. Und wenn das Tier Glück hat, kommt es in ein Tierheim und hat dann das erste Mal artgerechte Haltung. Wenn es Pech hat, wird es einfach irgendwo ausgesetzt. Viele Kleintiere werden irgendwo hingestellt, der nächste Greifvogel oder Fuchs räubert, das ist dann wie Futter to go, holt das sich. Oder sie bringen es halt hier, werden abgeschafft, das ist so. Ist ja mit den Vögeln auch so. Ne? Ja, Vogelabteilung haben wir auch noch, da können wir auch noch runtergehen, ja. Ich finde das auch, das ist für mich auch so ein Schlag ins Gesicht so, weil die Vögel eben Flügel haben zum Fliegen. Ja. Ne? Mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn der Papagei Pech hat, dann wird er 100 Jahre, wenn er Glück hat, stirbt er morgen im Käfig. Ja. Also Papageien, Gott sei Dank, gibt es da ja jetzt, da gab es ja lange Zeit noch das Erlaubnis, dass Papageien mit Hand aufgezogen wurden, also ihren Eltern weggenommen wurden und mit Hand aufgezogen, also eine Fehlprägung. Und das ist bei Papageien, die ja Neigungsehen sind und die was haben, was Menschen nicht haben, nämlich die können ein Leben lang treu sein ihrem Partner, das kriegen wir Menschen nicht auf die Reihe, so wie Schwäne. Die dann so an den falschen Partner gebunden werden, dass es Rupfer werden, also massiv sich rupfen und wirklich psychisch krank werden. Das ist also ganz massiv. Das ist Gott sei Dank verboten mittlerweile. Auch Papageien, Großpapageien, Einzelhaltung ist auch verboten zum Glück. Aber bei den ganzen anderen Kleinvögelsittich, also es ist immer noch so der Klassiker, der Wellensittich in der Küche auf dem Kühlschrank. Ja. Mit Plastikvogel und Plastikzeug. Und ein Spiegelchen. Ganz fürchterlich, ganz fürchterlich, ja. Also. Habt ihr noch einen Wellensittich zu Hause im Käfig, ja, und der starrt die ganze Zeit irgendwie in so ein Spiegelchen rein oder hat so einen Plastikvogel vor sich sitzen, das ist hoffentlich der Letzte, ja. Also mein Appell nach draußen, sollte der Letzte sein, weil schaut euch doch mal eine schöne Doku im Fernsehen an, wie Wellensittiche in Schwärmen durch die Bäume fliegen in Australien und die haben Spaß ohne Ende. Schaut euch mal Kanarienvögel an, die auf den Kanaren draußen frei fliegen. Schaut euch mal Dokus an im Fernsehen. Da habt ihr mehr von. Und da haben die Tiere auch mehr von. Geht bitte nicht in Zoohandlungen und kauft da irgendwelche Vögel, irgendwelche Kleinpapageien, Sittiche, Kanarienvögel, egal was. Bitte. Schaut, dass diese Form der Tierhaltung ausstirbt. Ich wünsche mir, dass irgendwann kein Vogel mehr in einem Käfig sitzen muss. Okay? Volieren sind gut, dann gehen wir doch direkt mal dorthin, wo du das gerade so schön gesagt hast. Super.
Desinfektion, putzen. Mensch, also ist das ein Riesentierheim. Wer Tierpfleger werden will, muss als erstes, als Azubi, das erste Dreivierteljahr putzen. Ist so. Okay, ich habe Glück, ich muss heute an meinem Praktikumstag nicht putzen. Aber ich würde es tun, wenn ich hier länger bleiben würde. Jetzt gehen wir zu den Vögeln. Also das sind die Tiere, die mit den Flügeln, die gerne rumfliegen, aber dann leider von Menschen in Käfige gesetzt werden. Das ist ein Ziegensittich, der Große. Ach, der Große. Der im Moment auch leider das Pech hat, so alleine zu leben. Der ist einzeln gefunden worden, der Ziegensittich, der Große vorne. Und da hinten, wie heißen die auch? Agapromiden. Die Unzertrennlichen. Ah, ja, stimmt. Auch ein Leben lang treu. Ganz, die sind auch immer zusammen und die werden auch nur zusammen vermittelt. Die sind zusammen abgegeben worden. Die Wellensittiche, die drei, haben sich hier kennengelernt und haben beschlossen, dass sie immer zusammenbleiben wollen. Ja. Deswegen werden die auch zu dritt nur vermittelt. Der Ziegensittich sucht einen Partner. Wir vermitteln unsere Vögel nur in Volieren. Also sehr gut. Nicht in Nur in Volieren. Die Leute müssen auch, im Zeitalter des Handys ist das ja möglich, bevor sie hierher kommen, Fotos machen von ihrer Voliere, weil jemand hat irgendwie so ein bisschen größeren Käfig, sagt Voliere hat ja dann schon noch was anderes und das müssen sie sehen. Im besten Falle sollte es eben auch draußen sein, die können raus, weil Vögel lieben Regen. Ja. Also wenn es regnet, dann sitzen die draußen, so ein Sommerregen. Die müssen Sonne mitkriegen, das ist ganz wichtig für Sittiche, dass die eben, der, guck mal, siehst du, der Ziegsittich, der macht hier mit den Wellensittichen Latsch, und alles geht weg. Also der ist hier schon so ein bisschen falsch eigentlich. Ich gucke mir ja immer gerne so Dokus an, ne? wo die Vögel halt frei, wie leben die überhaupt in Australien oder in ihren, aus ihren Ursprungsgebieten. Das gucke ich mir lieber an, als wenn ich mir einen Vogel jetzt den ganzen Tag im Käfig angucken will. Und ich habe mal durch Zufall wirklich eine katastrophale Doku gesehen, wie diese Tiere gezüchtet werden und wie die gehalten werden in Welt, in Zimmern und in Verschlägen. Das ist der... Ja. Das ist unvorstellbar. Produktion. Das ist eine Produktion. Das war der ganze Boden war voll mit Scheiße und mit toten Tieren. Da war ein bisschen Futter aufgestellt. Und das sind dann irgendwelche Hinterwäldler, die dann da diese Vögel züchten und im Internet verkaufen. Es gibt auch noch immer irgendwelche Hinterwäldler, die diese Vögel dann auch noch kaufen von diesen komischen Menschen. Ey, aber immer nur Kohle machen. Echt schrecklich. Deshalb guckt euch lieber eine schöne Doku an im Fernsehen. Oder spart viel Geld und fliegt mal irgendwann nach Australien. Oder kommt ins Tierheim, wenn ihr einen Vogel holt. Dann holt ihr euch hier ein und den bringt ihr dann in die Voliere. Genau, wir kontrollieren das sehr. Wir haben öfters Diskussionen bei all unseren Tieren. Ja, denkt ihr, wollt eure Tiere loswerden, wenn das so schwierig ist. Und das ist genau der Fehler. Wir wollen nichts loswerden. Ja. Wenn es nach mir ging, würde ich überhaupt kein Tier. Ich würde sie alle behalten. Ja. Geht ja nicht. Ne? Ja. Aber loswerden wollen wir nichts. Wir peppeln hier die Tiere auf, egal ob Hund, Katze, Maus, Vogel. Wenn die hier krank und gestört herkommen, wir peppeln die auf, wir machen die gesund, wir machen die fit und dann schicken wir sie nicht ins Elend. Wir haben hier unseren Leitspruch, ab Tierheim soll es besser werden. Ja, super. Und wenn es nicht besser ist, dann bleiben sie eben hier. Und das gilt das für jedes cool. Tier. Das finde ich super. Ich meine, es gibt immer noch Menschen, die gehen ins Delfinarium, ne? Um einen Delfin zu sehen oder einen Orca zu sehen. Sag mal, sei der noch sauber? Stimmt's noch? Ne, wirklich, ich meine jetzt mal ganz platt von mir an die nach draußen geschickt. Stimmt's noch? Also sich einen Meeressäuger anzugucken, der irgendwo eingesperrt ist in Betonwänden, um irgendwelche Kunststückchen vorzuführen, weil da irgendwelche Trainer mit Profilneurose meinen, sie müssten so einen riesen Orca irgendwo durch den Ring springen lassen. Geht's noch? Also, das ist ganz klar, auch für mich ganz klar, No-Go, also wird verboten. Delfinarien müssen verboten werden. Geht da bitte nicht mit euren Kindern hin, auch nicht, wenn ihr irgendwo auf Gran Canaria oder auf Mallorca seid und sagt, ach, guck mal hier, Delfinshow. Und die Kinder sagen, oh toll, ich will einen Delfin sehen. Super, dann seid die Eltern sind die Verantwortlichen dafür, die sagen, nee, Liebchen, da gehen wir nicht hin, das machen wir nicht. Wenn ihr dann auf dem Meer eine Bootstour habt und seht durch Zufall vielleicht einen Delfin, dann freut euch doch wie Bolle. Ja, so soll das sein. Nicht anders. Mal mit diesem Kindergarten. Ah, bei den Babytüren. Da darf einen nachkriegen. Ja. Warte, dann zieht. Wir sollen ja. Nein, ihr sollt euch das nicht teilen aus einem Napf, sondern ihr sollt da so. Sehr gut.
bist eine kleine Klauliesel, Madame. Hier läuft schon Musik. Hier läuft immer Musik. Darüber jeder ein Napf. Geh darüber, Alia. Ihr bleibt immer dabei. Es kommt auf die Gruppen drauf an. Okay. Also es gibt Hunde, bei denen geht es sehr unproblematisch, dass man die alleine lassen kann. Ah ja. Ach, jetzt wechselt ihr die Näpfe. Komm, hier. Wir haben ja eh das gleiche Futter, ne? Das ist das gleiche, ja. Da musst du mal ein bisschen gucken. Hier Wanda, die kleine Maus, die kann ganz gerne mal so ein bisschen austeilen, wenn es ums Essen geht. Okay, aber die müssen doch, man muss ja letztendlich dabei bleiben, sonst frisst vielleicht einer den anderen alles weg, oder? Wie gesagt, es kommt sehr drauf an. Wir haben so ein paar eingespielte Teams, die ja, lassen die sich wirklich total in Ruhe, dann ja. Ist das okay. Ansonsten bei den größeren Gruppen, also wo es mehr als zwei Hunde sind, kann es auch passieren, dass wir zum Beispiel einen nach draußen aussperren. Mhm. Dass also einer draußen ist und die anderen fressen dann drinnen mit okay. Aufsicht sozusagen. So, du hast keinen Kohldampf mehr, da war es hier. Du bist ja auch eine Hübsche, ne? Hübscher ja. Oder Hübsche? Ein Mädchen, alles Mädchen. Ich war ja eben schon mal bei euch hier. So, super, so ist das toll. Und, liebst du deinen Job? Ja, das weißt, tue ich. Wie alt, darf ich fragen, wie alt du bist? Klar, darf ich fragen. 26. Ich werde nächstes Jahr, ich hoffe, 56. Und ich habe mit 16 zum ersten Mal einen Praktikumstag im Tierheim gemacht. Mhm. Das heißt, das 40 Jahre. 40 Jahre, das ist richtig, ja. 40 Jahre ist das her. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und macht auch immer noch Spaß, ne? Das macht Spaß. Also ich könnte auch wieder so einen, also so einen Job könnte ich auch wieder machen. Weil es ist so ein sinnvoller Job. Ja, das ist das, ja. Du musst nach dem Fressen auch mal ein bisschen knuddeln kommen, so, ne? Guck mal, jetzt haben wir gefressen. Jetzt werden wir müde. Ein Bäuerchen machen, genau, ist auch gut. Auch wichtig immer. Nur ein Bäuerchen machen, ne? Gut, aber wir haben ja nicht nur drei Hunde zu füttern. Ne, wir haben noch ein paar mehr. Ja, okay. Hier muss ich draußen bleiben. Komm bitte, draußen. Hier werden die zwei getrennt beim Futter. Guck, ja, zeig. Genau, die werden also, jetzt getrennt. Du fütterst die auch in den Körben, ne? Also die Näpfe müssen jetzt nicht unbedingt da in Reihe und Glied irgendwo Nein. stehen. Ja. Und du bist wirklich sehr ruhig, ja. So ausgeglichen ja. Und entspannt. Sehr ja. Gut, super. Ja. Das cool. Ist auch wichtig einfach für die Hunde, ne? Dass man dann, ich meine, klar, morgens kann es auch mal ein bisschen flotter ja. Gehen, ja, ja, wenn ja, die Hunde ja. Rauskommen. Ich darf ja. Tag zusammen. Ach, hier kenne ich mich, hier war ich eben schon mal. So, der kleine Napf ist für die Kleine. Ja. Also der hier. Für die Kleine. Das Blonde. Kann ich auch hier oben? Ja, kannst du auch. Ihr Mädchen. Super. Und dann wird dann natürlich auch wieder dabei. Ja. Das machst du ja normalerweise alleine. Wir machen das in der Regel auch ah. Zu zweit. So. Füße weg, Freunde. Füße weg da. So. Pass auf. Ich pass auf. Du hast hier einmal Näpfchen für diesen Kandidaten. Ja, aber diese, jetzt nicht spezifisch einen für diesen, Nein, sondern ja, okay. Also einer davon. Hey. Einer für die schwarze Hündin ja. Und einen für diesen gestromten. Okay, Freund. Aber die mache ich auseinander auch. Genau. So, das ist der Storm. Hier. Füße weg. Also ich habe einmal hier gestromt. Genau. Hey, das guck ich. Konzentration. Zweimal. Genau. Sehr gut. Gut? Ja. Auf den hier muss man besonders gut aufpassen, weil der immer gern klauen geht. Ach. Jetzt habe ich den Napf da an die Tür gestellt. War ein bisschen doof. Ist egal. Macht so. So. Der geht also klauen. Der klaut. Der Rest ist eigentlich ganz vernünftig. Okay, dann muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ne? Genau. Genau, schau, Vorsicht, der rutscht immer näher ran. Kannst du rangehen? Kannst du rangehen? Ha, 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 ha.
Da geht keiner ran an die Wander. Nein, das ist eine imaginäre Grenze. Ich bekomme irgendwie wieder Bock auf Tierheimarbeit. Ich glaube, ich werde mir das nochmal überlegen, ob ich weiter Mensch-Hund-Coach mache oder ob ich hier in Koblenz anfange zu arbeiten. Und das ist weg. So, ihr Lieben, das war's. Also, ich habe jetzt einen Teil der Fütterung mitbekommen und auch ein bisschen geholfen. War ich okay? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Du hast dir der Wanda sehr gut geholfen, ja, dass sie da nicht beklaut wird. Super. Von ihrem Napf. Und bei den Kindern, Hundekindern, war es natürlich auch sehr gut. Du hast sie immer schön auseinandergehalten. Hat mir gut gefallen. Dankeschön. Also ich dürfte wiederkommen. Ja, wär mir recht, ja. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Füttern. Weiter geht's. Ja, wir sind jetzt hier bei den Tauben angekommen. Und jetzt fliegen die gerade auf. Es ist ja schon faszinierend. Es gibt ja viele Menschen, die mögen keine Tauben, weil die sagen, die machen so einen Dreck und so. Aber ich finde das so genial. Schaut mal da oben. Guckt mal, wie die da sitzen. Super. Da sind wir wieder bei dem Thema, warum haben Vögel Flügel? Ja, natürlich, um zu fliegen. Und die Tauben, das finde ich so toll, die können ja wegfliegen und wiederkommen, wann sie wollen. Wenn das so mancher Hund könnte, ne? Haustüre auf, die gehen mal gucken, was draußen los ist und kommen dann irgendwann wieder. Wie so streunende Katzen. Wir gehen mal hier an den Eingang. Schön. Und schönen Teich hier. Im Sommer. Den haben wir gerade neu angelegt. Der wird noch gepflanzt. Den haben wir gerade noch mal neu gemacht. Der war sehr veralkt. Wir hatten eine relativ billige Pumpe drin damals. Ah, okay. Weil wir uns damals noch nicht so viel leisten konnten, als wir hergezogen sind. Und jetzt haben wir eine Spende gekriegt von einer Firma und haben jetzt ein richtig tolles Filtersystem drin, was super auch sehr, das wird also noch bepflanzt. Ist das dann für die, ist das aber nicht für die Hunde zum Baden, nein, im Sommer? Nein, nein, das ist das hier ist die einzige, somit die einzige hundefreie Zone, weil hier Tauben sind eben, die dann auch hier baden. Das ist der kleine Badestrand für die Tauben. Wir kriegen ja auch mal Fische ins Tierheim tatsächlich. Wir kriegen auch mal Wasserschildkröten ins Tierheim. Okay. Ach so, dann dass die eben auch artgerecht untergebracht werden. Ja, und bei den Tauben, ich kann gern was dazu sagen, wenn du willst. Klar. Aber ich muss versuchen, mich kurz zu halten, weil ich bin ein totaler Tauben-Fan. Tauben sind großartige Tiere. Sie sind auch lebenslang treu. Auch das haben sie unseren Menschen voraus. Die haben ein Navigationssystem im Kopf. Das könnte kein Mensch nachbauen. So werden halt diese Brieftauben eben. Ja. Wobei die Brieftaubenzüchter, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt, für das Elend der Stadttauben verantwortlich sind. Denn das sind die ganzen Abkömmlinge. Ja. Im Prinzip sind es Straßentauben, Straßenhunde, die Straßenkatzen. Alles Abkömmlinge von den Brieftauben. Die Brieftauben, der Rennsport des kleinen Mannes, so nennt man das. Da gibt es sogenannte Witwerflüge, weil die Tauben, wenn sie verpaart sind, so treu sind. Dann nimmt man den Taubenmann weg, fährt ihn kilometerweit weg, um ihn dann auszusetzen. Der will nur nach Hause, nach Hause, nach Hause. Und dann wird immer geguckt, welcher ist schneller zu Hause am Schlag. Echt so? Ja. So werden der Brieftaubensport funktioniert nur so, dass diese Tiere von ihrem Heimatschlag, die sind sehr treu an ihr Heimatschlag, weit weg ausgesetzt werden. Um dann wieder zurückzufinden. Zu fliegen. Und wer zuerst, der kriegt dann einen Preis. Aber wie ekelig ist wie das ekelig, denn? Ja. Das war ekelig, das wusste ich gar nicht. Viele verunglücken, werden von Greifvögeln gerissen, viele verhungern, sitzen irgendwo da, weil die es überhaupt nicht gewöhnt sind. Eine Stadttaube findet auch kein Futter. Die ist es gewöhnt zu fressen, anders als Wildtauben, also Ringeltauben, die finden, das ist eine Natur. Das sind verwilderte Haustiere, die in unseren Städten verhungern. Jeden Tag verhungern. Und das ist ja so, ich meine, das ist ja echt schockierend. Das ist ja so, als würde man deinen Hund aussetzen. Meinen Hund aussetzen, gucken. Der Nachbar auch und gucken, welcher ist schneller daheim. Abartig. Also man setzt seinen Partner aus, ne? Guck mal hier, und dann guckt man, wann er wieder nach Hause kommt. Die Weiße da filmst, das ist das andere Elend, die sogenannten Hochzeitstauben. Ja. Auch ganz schlimm, diese Tauben sind eben reihenweise Tiere, das sind einfach wie so Rassehunde eigentlich, ja, wenn man es mal wieder vergleicht, werden gezüchtet, können überhaupt nicht draußen existieren, haben noch nicht mal das Fluchtinstinkt, wenn ein Greifvogel kommt. Die werden nur gezüchtet, werden dann für ganz billig Geld, für 2 Euro pro Stück, kannst du, wenn du heiratest, kaufen. Kannst du die fliegen lassen. Und dann werden die bei der Hochzeit ausgesetzt, hochgeschmissen, die flattern hoch, sind völlig panisch, wissen nicht, wo sie sind, sitzen dann in Hausangängen, verhungern und werden dann zu uns gebracht und sind, also zur Hochzeit werden Tiere ausgesetzt. Enorm, abartig, enorm, oder? Wichtig, ganz wichtig, dass das angesprochen wird.
Ne, da ist, sind sich viele Leute gar nicht im Klaren drüber. Ne? Also, wenn ihr heiraten geht und wollt weiße Tauben fliegen lassen, überlegt das nochmal. Das geht gar nicht. Die setzen Tier, also sie denken halt auch, die fliegen nach Hause, ja, in ihren Schlag. Nur diese weißen Tauben haben diesen Orientierungssinn nicht, wie es eben die Brieftauben oder die, ja, anderen Tauben haben, weil die natürlich degenerierter gezüchtet sind. Trotz allem, wir sind ja Optimisten im Tierschutz, ganz klar, hat sich einiges geändert. Es gibt in vielen Städten die sogenannten Taubenschläge, die betreuten, ja, Schläge. Früher wurden die ja mit Blausäure vergiftet, die Tauben, ja, in den Städten. Du siehst überall verreckte Tauben, weil das Problem ist, viele Stadtväter denken, ah, wir müssen die nur nicht füttern, dann vermehren die sich, ja, auch nicht. Das ist aber Blödsinn. Die Taube, der ist ein Brutinstinkt angezüchtet worden. Ja. Das heißt, die brüten und vermehren sich auch, wenn sie hungern dabei. Ja. Die brüten, die haben diesen Brutzwang. Die kommen ja von der sogenannten Felsentaube. Das heißt also, das Vergiften hat nichts genützt. Die Tauben vermehren sich weiter. Das sogenannte Augsburger Modell hat dann rausgefunden, so ein Taubenschlag wie hier, ich zeige es dir auch gleich von, ja, drin, wo die Tauben brüten können und wir tauschen die Eier aus. Das, ja, heißt, die echten Eier werden entnommen, die legen wir meistens in die Natur, die holt sich dann der Fuchs oder der Dachs. Und wir nehmen Gipseier. Und da sitzen die eben auf Gipseiern, sind schlagtreu, sind eben auch viel daheim. Das heißt, der ganze Taubenkot, wo sich viele Menschen drüber aufregen in den Städten, ist gar nicht gegeben, weil die eben viel zu Hause sind. Tauben, ja, sind sehr häuslich, fast spießig. Also, und ich liebe Tauben, sie sind so lustig, wenn man sie, also auch wie sie fliegen, ja, da sind auch, ist keine wie die andere. Und wenn man mal Tauben beobachtet, gleich liegt der Kameramann im Teil. Schwupps, wir gucken so die ganze Zeit nach den Tauben. Mega. Das ist der kleine Sonntag. Der kleine Sonntag ist hier geboren, der da. Ja. Wir haben ein bis zweimal im Jahr darf eine besonders fleißige Taube einfach mal ein Ei ausbrüten, um den ganzen Tauben zu zeigen, weil wenn da niemals ein Küken dann nachkommt, dann würden die abziehen. Dann, genau, dann denken die, das ist hier, yes, kein guter Ort. Ja, ja. Ja, ja. Und wenn aber mal ein Küken da piepsi ist, dann, ja, okay, und deswegen ist kleiner Sonntag. Der so wie du Tauben Sonntag liebst, ich liebe Hühner. Ja, Hühner, ich liebe ich auch. Hühner, ja. Hühner, Hühner, Hühner. Wirklich, Leute, habt einmal Hühner zu Hause. Ihr wollt immer lustig. Hühner. Die sind echt lustig. Die können so, aber lustig, können auch so ernst gucken. Ja, ja, echt so. Zeig mir doch mal drin, wie es da aussieht. Bin, ja, ich neugierig. Ich will mich immer anklopfen, der Höflichkeit habe, weil damit sie einfach wissen, es kommt ein Mensch. Ja. Huhu, seid ihr schon alle im Bett? Wahnsinn, wie viele. Also das Schöne ist, dass sich was sich gewandelt hat, seit es in vielen, das Augsburger Modell, das heißt in Städten, gibt es die betreuten Schläge, wo eben Taubenvereine, also es sind Stadttaubenvereine, das sind Ehrenamtliche, die sich zusammengeschlossen haben, die auch in der Stadt Koblenz 3 Taubenschläge haben, die Tauben dort füttern, verletzte Tiere behandeln. Und es hat sich durch diese Aufklärungsarbeit von diesen Taubenschutzvereinen, gibt es wirklich Leute, die jetzt in der Stadt mal hingucken. Wir Menschen gucken ja nie so hin. Und wenn du mal hinguckst, dann kauert irgendwo ein Taubenküken, halb verhungert, ja, auf der Straße. Viele haben auch durch Fäden, die in der Stadt liegen, die Füße verschnürt, ja, eingeschnürt, ja, ja, und sowas. Ja. Und es ist so schön, es geht zwar langsam voran, aber es ist so schön, dass die Tauben, die Menschen mittlerweile sensibler geworden sind. Und letztens kam tatsächlich eine Frau, und das hat mich sehr gerührt, ich habe eine Taube gefunden in der Stadt, nehmt ihr die? Ich sagte, ja, ich habe sie in meinen Schal, einen Kaschmirschal, hat sie die Taube eingewickelt. Super. Das war super. So rührend, sagt sie, und kann ich die auch mal besuchen und so. Ja. Und jetzt habe ich es nicht ausgemacht. Ja, das heißt, die Tauben, keiner hat uns angeschafft, sind alles Tiere, die mal gebracht wurden. Wir haben im Moment, ich glaube, 80 Tauben. Die haben also hier, wir gehen mal rein, ich zeige euch mal diesen Fuchs. Das sind jetzt Gipseier. Müssen wir mal so genau gucken, die sehen so echt aus. Ah, okay. Ja. Also Wahnsinn. Es ist so ein Plattenbau, ne? Ja. Wo sie hier wohnen. Hier ist Eingewöhnungsstall. Das ist jetzt auch eine neue, das ist Paula. Die kommt jetzt von der Stadttaubenhilfe. Das ist auch eine Rassetaube, die einer rausgeschmissen hat oder sonstiges. Ich kann es euch mal zeigen. Eine hübsche. Nicht aufregen, nicht aufregen. Komm mal her. Ach, guck mal. Paula. Paula. Bisschen panisch. Die bleiben hier so eine knappe Woche, ja, um sich hier alles anzugucken, wie so eine Hauskatze. Also dann bleiben die da drin und dann dürfen bleiben, die wieder... Genau. Damit sie hier sieht, hier gibt es Futter und Wasser, hier sind andere Tauben und nach einer Woche, die ist also gesund, nach einer Woche kann die dann die raus und dann bleibt also hier. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich möchte irgendwie auch, glaube ich, im nächsten Leben ein Vogel sein. Ich möchte wegfliegen können, ja, komme nach Hause und möchte Tisch dann... Der Tisch ist gedeckt. Und ich habe ein warmes Plätzchen. Das fände ich eigentlich ganz schön. Also ich wäre tatsächlich, aber ich wäre gern so ein Greif.
Ich wäre so gern irgendwie so ein Milan oder ein Bussard, Steinadler. Das käme mir entgegen. Hier haben wir gehandicapt Behinderte, also Fußkranke oder die halt nicht fliegen können, die Freiflug. Und ich sag ganz ehrlich, früher haben wir die Tauben eingeschläfert, wenn sie nicht in den Freiflug konnten. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ein Vogel, der nicht fliegen kann, ist kein lebenswertes Leben. Also die können, wie du siehst, sie können flattern, die haben halt nicht so diesen Hochflieg. Ja. Und da wir hier eben viele Greifvögel haben, die natürlich auch leben müssen, ganz klar. Aber da sind jetzt halt auch hier, das ist der Peter, auch Hochzeitstaube halt verletzt, hochgeschmissen worden bei der Hochzeit und hat irgendwo gegengeflogen, da hängt der Flügel, da ist der Flügel gebrochen. Aber er ist immer noch, lebt immer noch gerne. Jedes Leben möchte leben, jedes Leben. Ja. Und es ist immer so eine Sache, das ist ja nur ein Thema für sich, das Leben beenden oder einschläfern, wann, was macht Sinn und was nicht. Ja, das ist. Wenn du die Taube fragst, es muss natürlich ein sinnvolles Leben sein, ja, also keine Füße und nicht richtig fliegen können und so. Aber jedes Leben möchte leben. Ja. Und man muss immer gucken, immer abwägen, was können wir noch bieten. Deswegen haben wir diese kleine Voliere hier gebaut. Und die darf halt nicht zu voll werden, ganz klar. Aber das sind halt unsere Handicaps, die trotzdem noch fröhlich sind und leben und ihr Leben haben. Ach, jetzt geht unser Tag schon fast zu Ende. Ja, die Tauben gehen langsam ins Bett. Wir haben dann hier eine Zeitschaltuhr. Ach so, da geht dann, Die Klappe runter? Ja, mittlerweile, wir haben einmal tatsächlich einen Steinmarder drin gehabt, Gott sei Dank waren wir noch da. Der hat sich eine genommen, da war echt Panik. Das heißt, dann haben wir da oben dicht gemacht und so, und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen den Taubenschlag anders machen. Wir haben jetzt hier... Und wenn eine zu spät kommt abends? Dann muss er auf dem Dach schlafen. Ja? Ja, das hatten wir schon, aber ich natürlich, ich bin da, bei den Tauben bin ich ja ein bisschen eine Glucke. Bei den Hunden bin ich da ein bisschen... Resoluter. Ja, dann sitze ich da, boah, die muss reingehen, die geht rein und dann haben wir die wieder verändert, dann habe ich sie versucht zu fangen und ich jetzt gehe doch rein und mittlerweile, es ist einfach so, lernen durch Schmerz. Wenn einer oben auf dem Dach sitzt eine Weile und es regnet und so, beim nächsten Mal weiß er es. Weiß es. Also die sind jetzt auch mittlerweile, die warten jetzt nur, dass wir weggehen. Wenn wir jetzt weggehen, jetzt kommen sie ganz schön rüber, weil es wird jetzt dämmerig. Super. Ja, die denken, ihr wollt rein. Ja, ja. Komm, wir gehen weg. Die wollen rein. Ja, wir gehen weg hier. Rein und es wird dämmerig und dann will halt auch jeder sich drin den besten Platz machen. Ja, liebe Weggefährten, mein Tag hier im Tierheim Koblenz geht jetzt zu Ende. Ich glaube, ich habe mich, ganz gut als Praktikant geschickt, hoffe ich mal. Es war spannend. Es war emotional, es war lehrreich. Ich könnte mir vorstellen, auch wieder in einem Tierheim zu arbeiten. Warum? Weil es ein sehr sinnvoller Job ist. Mir hat es Spaß gemacht und es waren ganz, ganz viele neue Erkenntnisse. Was ich heute zum Beispiel über Tauben gelernt habe, ist für mich echt total faszinierend. Also ich könnte Stunden, Tage, wochenlang mit Kirstin echt über das Leben, über den Tierschutz, über Hundehaltung und über Menschenverhalten sprechen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Darf ich denn wiederkommen, auch als Praktikant? Also ich finde, was an Andi wirklich ganz großartig ist, ich meine, dass er mit Hunden kann, das wissen wir alle zu Genüge. Aber was ich an dir großartig finde, dass man deine Liebe zu allen Tieren merkt. Also zu allen, ob es eine Taube ist, ob es eine Katze ist, Kaninchen. Und ich glaube auch, das macht einen aus, auch wenn die Leidenschaft Hund ist, dass man zu jedem Lebewesen einfach ein gutes Gefühl hat. Das ist lieb, dass du das sagst. Und ein Gefühl, ich möchte dir was Gutes tun. Ja, das habe ich. Es gibt ja Katzenleute, Hundeleute und so weiter, die sind da so rigide. Und ich denke, da treffen wir uns auch eine Gemeinsamkeit, dass man einfach sagt, ja, ich möchte, dass es den Tieren gut geht. Und ich kann jedes Tier so annehmen, wie es ist. Ja. Und so in seiner Großartigkeit, in seiner Einzigartigkeit. Ja. Und das macht dich aus. Und deswegen, na klar, kannst du gerne wiederkommen. Und eigentlich müssten wir mal so eine ganze Nacht durchzechen und quatschen. Und mal leerquatschen. Ja, leerquatschen. Das stimmt. Ja, das ist echt so. Immer so kurz, die Zeit. Gell? Ja, es ist zu kurz, weil ich finde, diese Themen, und wir sind ja beide ungefähr aus demselben Baujahr und deshalb haben wir auch... Er ist ein bisschen jünger. Ich bin ein bisschen jünger. Aber wir haben so ähnliche Prägungsphasen hinter uns und Geschichten und mit Musik und so. Und das kann ich euch noch sagen, das fand ich echt sehr, sehr spannend vor einigen Wochen, als die Kraniche Richtung Süden gezogen sind. Da hat die Kirstin mir ein Video geschickt von den Kranichen, die ziehen. Und ich habe ein Lied geschrieben, die Eins am Himmel. Und das geht über den Kranichzug. Und ich hatte an demselben Tag
hatte ich noch mal die finale Version vorliegen von diesem Lied. Und das ist so eine Verbundenheit, das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und deshalb... Vor allen Dingen, weil wir nie darüber gesprochen haben, dass wir beide so eine Leidenschaft haben für diese Kraniche. Boah, ich liebe es. Ich habe das dir geschickt und war dann auch selbst ganz überrascht, dass du sagst, boah, ich habe da ein Lied drüber gemacht. Und ich glaube aber, wer nicht fasziniert von den Kranichen ist, der ist irgendwie innen drin stumpf geworden. Ja. Weil wenn du da hochguckst und diese Geräusche, dieses Schreien von den Kranichen und dieses, da musst du doch, da hast du das Gefühl, du schmeißt das Herz hinterher. Ja. Und mir tun die Leute leid, die sagen, macht mir nichts. Tut mir leid für die Menschen. Mir auch. Ja. Also für mich ist es immer, der Kranichzug ist für mich immer entweder im Herbst Fernweh oder im Frühjahr Heimweh. Mhm. Ne? Also entweder fliegt man weg oder man kommt zurück. Und das ist irgendwie für mich so eine, aber ich habe eh so eine Naturverbundenheit. Ich bin immer sehr, sehr gerne naturverbunden. Und viel Respekt. Respekt. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Mir auch. Ich bin jetzt tatsächlich echt sogar ein bisschen traurig, dass ich wieder nach Hause fahre, auch wenn ich mich auf zu Hause freue. Aber der Kranich Andi zieht jetzt weiter und fliegt jetzt wieder nach Aachen zurück, beziehungsweise nach Eschweiler. Und, Kraniche kommen ja wieder. Die kommen wieder, genau. Ich werde wiederkommen, auf jeden Fall, weil es war echt sehr, sehr spannend. Und vielen, vielen Dank auch für dein Wissen auch. Ne? Das, du hast mir eben ein paar Blumen geschenkt. Ich schenke dir jetzt ein paar zurück. Ich finde, dieses Wissen, das spürt man, das ist nicht erlesen. Das ist einfach, du bist aus dem Herzen Tierschützer und du bist es nicht seit gestern. Ich mag so Menschen, weißt du, die es schon seit Jahrzehnten sich mit dem Herzen einsetzen und auch ihren Geist dazu nutzen, um andere Leute zu sensibilisieren. Und das hast du. Du hast eine wunderbare Mischung aus sehr viel Gefühl und ich finde, Kirstin hat einfach eine Schnauze am Kopf. Und das mag ich, denn ich bin auch so. Wer nichts sagt, der kann auch nichts verändern. Und deshalb finde ich das so genial, dass ich heute hier sein durfte. Danke für deine Gastfreundlichkeit, für diese Einblicke auch, das mit den Tauben, mit den Katzen, mit den Kaninchen. Ich fand's mega spannend und ich weiß, ich werde wiederkommen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.